In der ersten Elite-Hour des neuen Jahres blicken Julian, Emra und Thorsten auf die letzten beiden Dynamite-Ausgaben aus 2020 zurück. Zum einen das Holiday Bash Special vom 23. Dezember und dann die sehr bewegende Tribute to Brody Lee Show vom 30.12., in der dem überraschend verstorbenen Leader der Dark Order gedacht wurde. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Show. Frohes neues Jahr alle zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Mit mir, Julian, sind heute einmal der Emra dabei. Hallöchen. Und der Thorsten. Servus. Ja, erstmal von mir natürlich alles Gute an euch im neuen Jahr. Ne? Wie seid ihr ins neue Jahr gekommen? Ja, normal. Ne? Also jetzt, es war nichts Besonderes, nicht wie die letzten Jahre mit einem großen Kater. Aber ja, spät aufgewacht. Es fühlt sich nicht großartig anders an. Hoffentlich kommt das noch, wer weiß. Aber ja, fühlt sich jetzt nicht an wie ein neues Jahr in meinen Augen. Nee, nicht wirklich. Ich habe Silvester mit meinem Vater zusammengesessen. Aber der sind auch kurz nach dem Jahreswechsel ist er dann auch nach Hause. Und ich habe mich ins Bett gepackt, weil ich Neujahrsmorgen um 8 wieder arbeiten musste. Oh Mann. Ja, ich meine, war ein Feiertag, gab pro Stunde 4 Euro extra, ne? Die Gut. Nimmt man dann gerne mit. Natürlich, ne? 2020 ist rum, endlich, kann man sagen. Ne? Ja, es war schon ein wahnsinniges Jahr, ne? Also die Realität hat ja auch das Wrestling absolut beeinflusst und ja, dazu werden wir heute natürlich auch kommen, aber nicht unbedingt das Jahr, sondern ja, einfach eine traurige Sache. Die passiert ist im Wrestling. Natürlich Neujahrsgrüße gehen auch raus an Kata, die heute leider nicht dabei sein kann. Und natürlich auch an alle Zuschauer, die uns hier immer ja, beim Quatschen zuhören. Ne? Ja, wir sollten heute eigentlich über die Holiday Bash Ausgabe reden und die New Year's Smash Night One von AEW Dynamite. Aber wie wir alle wissen und wie ihr bestimmt alle auch wisst, durch den überraschenden Tod von Brody Lee, beziehungsweise sein bürgerlicher Name John Huber, am 26.12., 3 Tage später nach der Holiday Bash Ausgabe, wurden diese ja, New Year's Smash Shows, die Shows zu Beginn des Jahres von AEW, eine Woche nach hinten verschoben. Und stattdessen hat Tony Khan mitten in der Nacht, also an dem Tag nachdem Brody Lee verstorben war, die Show komplett umgeschrieben und es sollte dann am 30.12. eine ja, Tribute-Show geben zu Brody Lee. Ne? Und das war dann die letzte Ausgabe des Jahres. Also das wird dann die zweite Show sein, über die wir heute reden. Die erste Show fühlt sich sehr, sehr... wir haben vor der Aufnahme schon ein bisschen drüber geredet. Ne? Die erste Show, die Holiday Bash Show, fühlt sich mittlerweile sehr, sehr lange entfernt an, sage ich mal. Wie habt denn ihr überhaupt das aufgefasst, das Ganze jetzt die letzten ja, 1-2 Wochen? Puh, ja, also es war halt eine News, die hätte man am liebsten gar nicht gehört, ne. Ich bin am Sonntag, das war der Tag, nachdem Brody verstorben ist, bin ich früh aufgewacht und das Erste, was ich auf dem Handy gesehen habe, war halt dieses Bild, halt diese, wie nennt man das, diese, kann man das Traueranzeige nennen, mehr oder weniger? In Loving Memory und dann Geburts- und Todesjahr, ne. Ja, genau. Und ich wollte es erst gar nicht wahrhaben, weil, ich meine, ja, es kam halt wirklich aus dem Nichts für uns. Wir hatten da ja alle, also kein Fan hatte da wirklich einen Einblick, ne, was da wirklich mit ihm los war. Wir haben alle wahrscheinlich gedacht, er ist verletzt und kuriert sich jetzt aus, bis er irgendwann zurückkommt. Dem ist es halt eben nicht und ich finde es schade. Also er muss ja wirklich ein herzensguter Kerl gewesen sein. Wichtig Backstage, wichtig generell für jeden, der mit ihm zu tun hatte. Ich war ein Riesenfan. So ist einfach, also es trifft einem einfach wirklich, ne?
Ja, echt unglaublich, so wie ich es ja auch dann in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hat. Da hat 2020 so nochmal die übelste Blutgrätsche zum Finale ausgepackt, die man sich dann nur denken kann. Ne, so möchte natürlich keiner das Jahr abschließen, das ja ohnehin schon schicksalsgebeutelt war, auch im Wrestling. Eben, ja, du denkst, jetzt ist es vorbei und dann kommt noch mal so ein Tiefschlag aus dem Nichts, ne? Ja, das hat mich echt so bewegt, wie damals, ich glaube 2005 war das, als Eddie Guerrero überraschend gestorben ist. Na, das war auch so aus dem Nichts heraus und dann plötzlich die Anzeige genauso ähnlich wie das und dann hast du erstmal da gesessen und warst fertig mit der Welt. Ja, also ich, ja, kann da nur zustimmen. Also ich war auch absolut, ja, perplex, ne? Absolut geschockt. Den ganzen Sonntag ging es mir nicht gut. Und es hat dann bis auch in die Nacht dann von Sonntag auf Montag wirklich gewirkt. Und ja, mittlerweile, ich muss sagen, mittlerweile geht's wieder. Die Tribute-Show dann, ja, war dann schon nochmal so ein kleiner. Ja, schlagen die Magengrube, wenn man so will. Aber es hatte auch seine tollen Momente. War einfach eine würdige Tributshow. Aber dazu kommen wir später. Wir fangen erstmal an mit der Holiday Bash Show. Und zwar war diese am 23.12. Das war quasi ein Tag vor Heiligabend. Und ja, die ganze Show begann mit einem sehr, sehr, richtig, also für mich zumindest richtig, richtig starken Opener. Top Flight gegen Chris Jericho und MJF. Und ja, wie habt ihr diesen Opener gefangen, also bewertet oder wie fandet ihr das? Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Also hat mir wirklich gut gefallen und Top Flight kommt halt wirklich immer besser rein hier. Also am Anfang dachte ich mir, warum signen die jetzt wieder Tag Team after Tag Team und generell wieder neue Leute? Das Roster ist voll genug. Aber im Endeffekt muss man sagen, stellt man mit denen neuen Signees auch wirklich was an. Und dass sie gerade so einen Spot bekommen gegen Jericho, bitte. Also hat mir gut gefallen und war auch sehr produktiv, die beiden auch weiterzuführen, ne? Ja, haben auch gut mithalten können, haben geglänzt. Ich hoffe nur, dass so die ganzen neuen Teams wie eben Top Flight oder hier The Acclaimed, dass sie nicht alle so in die Young Bucks mäßige Ecke gehen, so High Flyer, sondern auch, dass eins der beiden Teams eher so eine, ja, so halb-halb, so ähnlich wie SCU oder vielleicht so ganz klassisch wie FTA, dass nicht der halbe Roster dann aus so Flippy-Teams besteht. Ne? Da sehe ich zumindest bei Top Flight im Moment eher die Tendenz, dass sie eher so die Young Bucks, den Young Bucks-Stil gehen. Und bei Acclaimed weiß ich es noch nicht genau. Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Also bin ich eurer Meinung. Also Top Flight hat hier wieder überzeugt. Wie du schon sagst, sind sehr ähnlich zu den Young Bucks. Das hat man hier auch gesehen mit diversen innovativen Aktionen. Also was mir auch gefallen ist, so als die Walls of Jericho, ich glaube, gekontert wurde in Sunset Flip und dann wurde daraus ein Catapult Tope über Seil. Das fand ich richtig cool. Habe ich noch nie gesehen. Und ja, am Ende gab es den Heatseeker von MJF, nachdem ja Jake Hager eingegriffen hat. Und ja, MJF und Jericho gewinnen das Match. War ein sehr, sehr schöner Opener. Ne? Also ich glaube, das war ja diese Ausgabe, wo die NBA davor noch ein Match hatte. Ne? So war das doch, oder? Ich denke auch, bilde ich mir ein. Genau, Ja, ich deswegen bin wurde jetzt kein nämlich Basketballfan. diese Show etwas später ausgestrahlt. Ich glaube erst um 10 amerikanische Zeit. Genau, ein richtig starker Opener. Und das ging danach gleich weiter mit einer Promo von Jake Hager, der sich einfach das Mikrofon geschnappt hat. Und der ist richtig angepisst gewesen, weil Wardlow nicht da ist, um den Inner Circle zu unterstützen. Weil, also Wardlow war die letzten, ich glaube, 2 Wochen nicht da aufgrund von Familienangelegenheiten. Und das hat man jetzt hier so ein bisschen, ja, eine Storyline umgemünzt oder zumindest hat man das dazu genutzt, um diese Storyline weiterzuführen. Und man kündigt quasi an, beziehungsweise Jake Hager kündigt an, dass er Wardlow gegenübertreten möchte, was dann bei New Year's Smash kommen soll, bei Night One. Wie habt ihr die Promo gefunden oder ja, was sagt ihr zu der Ansetzung dann Hager gegen Wardlow?
Boah, die Ansetzung, also ich will es unbedingt sehen. Es wird dieser Special Show auch einfach wirklich gerecht. So Wardlow gegen Hager, das ist wirklich ein Big Money Match in meinen Augen. Und da hast du halt wirklich die Chance, wieder zu zeigen, was beide Männer drauf haben. Aber mal wieder einen Wardlow, den du wirklich gut overbringen kannst, auch in so einem Match, ne? Und jetzt mal ganz ehrlich, so diese ganzen Flippy-Dudes, die unter 1,75 sind, die sind schon cool, keine Frage. Aber wenn du zwei so Hünen an Männer gegenüberstehen hast, das ist doch einfach geil, oder? Das ist mal ein richtiger Heavyweight Catch. Ein Schwergewichts-Catch. Nee, also das ist ja so eher so die Statur, auf die zum Beispiel auch ein Vince McMahon dann steht, so die großen, muskulöseren Leute. Aber Jake Hager, der ist ja auch ein All-American im Amateurring gewesen. Und Wardlow, der ja auch schon in einigen Matches gezeigt hat, was er drauf hat, da verspreche ich mir auch einiges von. Und vielleicht nutzt man deren Fehde auch, um die Geschichte zwischen Jericho und MJF weiterzuspinnen. Das denke ich auf jeden Fall. Es wird auch bestimmt auf ein Tag-Match hinauslaufen zwischen den beiden irgendwann. Ja, wer denkt, oder was denkt ihr denn, wer gewinnt in dem Match? Ich tippe ja auf Wardlow, weil der, ich weiß nicht, Ja, so vom Gefühl her. muss ich dir zustimmen. Eigentlich müsste das Wardlow sein, weil er, ich glaube, das komplettere Paket ist. Er kann gut reden. Er hat echt was im Ring drauf. Und Jake Hager, das war ja auch schon zu seiner WWE-Zeit so, der war nie so die größte Koryphäe am Mikrofon. Ja, ich denke auch Wardlow. Und es würde auch Wardlow und MJF in dem ganzen Standing im Inner Circle sehr gut weiterbringen, finde ich. Egal, wie man es dann jetzt ausgehen lässt, wenn Wardlow das hier gewinnt, dann ja, das ist einfach wichtig, finde ich. Weil jetzt lass ihn mal gegen Hager verlieren, dann ist er doch wieder irgendwo die zweite Geige, ne? Und das braucht er nicht. Ich finde, er hat jetzt ordentlich Momentum, also schon wirklich. Was er das ganze Jahr da aufgebaut hat, 2020, finde ich, da muss man weitergehen. Und Hager ist so der nächste Schritt, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Sehe ich genauso, weil dann hätten quasi Jericho und Hager beide verloren gegen Wardlow und MJF in Singles Matches. Man könnte das Tag Team Match noch bringen und das ist ja dann auch so langsam die Story, dass eben MJF ja den Inner Circle vielleicht übernehmen wird, ne? Weil da kommen wir auch noch dazu, Ja. später in der Show, dass er auch versucht mit Santana und Ortiz da schon ja ein bisschen näher zu kommen, sage ich mal. Ne? Sich, ja, ist gut zu verkaufen als netter Mensch und mitfühlender Mensch. Aber zunächst kommen wir zu einem Musikvideo von The Acclaimed, die ja im Main Event von dieser Show um die Tag Team Titles antreten werden. Und wie fandet ihr das Video? Ich finde es cool. Also wenn sie das vor jedem großen Match machen, dann werden sie irgendwann mal richtig over sein, wenn sie es nicht jetzt schon sind. Ja, es hat einfach alles enormes Potenzial, ne? Und ja, die beiden sind einfach jung, da kannst du noch so viel draus machen. Also bitte, gib denen einfach die Zeit. Es zahlt sich aus, wenn du Tag-Teams oder Wrestler hast, die einfach wirklich Charakter und Gesicht haben. Und die beiden haben das auf jeden Fall. Von daher gerne mehr davon. Ja, auch wenn Rap jetzt nicht so mein Cup of Coffee ist, muss ich sagen, The Acclaimed so in ihrem Auftreten her sind erfrischend, sind spannend und ich will da auch gerne mehr sehen und bin gespannt, also wie sie sich jetzt in den nächsten Wochen schlagen, ob die Popularität abnimmt oder ob sie weiter die Karriereleiter nach oben steigen. Also zumindest einen guten Start haben sie und es scheint auch eine interessante Fehde dann zu werden. Ich glaube nämlich nicht, dass das mit dem Match bei dieser Show das letzte Mal ist, dass die beiden Teams sich gegenüberstehen. Was Glaube ich ich auch ja nicht. richtig stark finde, du hast jetzt mit The Acclaimed und Top Flight wirklich so gefühlt schon die nächste Generation da. Also wenn die jetzt schon Standing haben, will ich gar nicht wissen, wie das in 10 Jahren sein könnte, ne? Also da hat man wirklich aktuell, macht man da gute Arbeit. Jeden Fall, also gerade mit The Acclaimed, also vor allem was den, ja, ich will nicht sagen Push angeht, aber die kommen rein zu Dynamite nach ein paar Siegen bei Dark und treten jetzt 3 Wochen später schon die Tag Team Titles an. Also es ist schon,
Ja, besser kann man eigentlich einen neuen Act, vor allem einen jungen Act, gar nicht reinbringen. Ne? Und man hat auch ihre Charaktere versucht overzubringen in dieser kurzen Zeit. Mit eben diesen Videos oder den Backstage-Raps oder vor Match mit diesen, mit den ja, Raps gegen ja, Frankie Kazarian oder wie wir auch dann später noch sehen, gegen die Young Bucks teilweise. Also ist schon ganz cool, was man damit macht. Ne? Also kann ich auf jeden Fall euch zustimmen. Danach ging es weiter. Wieder mal sehr früh in der Show. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, warum ist Sting immer so früh dran? Aber ja, Sting ist mit Tony Schiavone im Ring. Und das war kein gewollter Reim, aber gut. Ja, also Sting hat's, wir haben es ja letzten Wochen schon ein bisschen erzählt, ne, dass er halt sehr, ja, wie soll ich denn sagen, noch zurückhaltend ist in seinen ja, Ambitionen oder was er bei AEW möchte. Hier hat man zumindest etwas mehr erfahren. Er hat über Dusty geredet und mit einer wunderbaren Dusty-Imitation. Also wahnsinnig gut. Und er hat ja den Anfang seines Gimmicks quasi ja, wieder recapped und er wollte eben dieses Gefühl, was er mit Dusty halt hatte damals vor über 30 Jahren, eben jetzt wieder mit seinem Sohn Cody spüren und wollte eben deshalb zu AEW. Und dann wollte er zu Darby kommen, aber Team Taz unterbricht ihn. Und ja, dann gibt es ein bisschen Trash-Talk halt, wie immer von Team Taz, ne? Und es sollte einen Tease geben von einem Brawl, aber Darby Allin ist im Ring, das Licht ging aus und er steht da neben Sting und die Heels weichen zurück. Und es gab einen absolut epischen Stare-Down mal wieder zwischen Sting und Darby Allin. Ich finde das absolut großartig, also das, was man da macht. Es ist eine langsame Entwicklung, aber ich finde, das macht sich noch ganz groß irgendwann. Auf jeden Fall. Und vor allem dieser eine Camera-Shot, oh Gott, wo wo der TNT-Teil so unten auf der Matte liegt und du siehst so beide oben stehen, das hatte schon mega was. Also Sting bei AEW lebt halt gerade wirklich nicht ausschließlich, aber meiner Meinung nach sehr stark von den ganzen Camera-Angles, die so auf ihn gerichtet sind. Es sieht immer verdammt episch aus. Also das gefällt mir so. Also wirklich. Ja, das war ja auch bei seinem allerersten Auftreten, seinem sehr überraschenden Debüt da, das Bild, wie er und Darby sich so gegenüberstehen und sich in die Augen gucken. Ne? Und Sting dann so Darbys Gesicht betrachtet, erst die bemalte Hälfte, dann die unbemalte und dann einfach davon geht. Also in der Sache mit den beiden machen sie es schon richtig gut. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das da weitergeht und was da Team Tess vielleicht in der Sache auch noch für eine Rolle spielt. Genau. Ja, also man hat ja dann, wie wir jetzt auch schon wissen, Darby Allin wird seinen TNT-Titel verteidigen gegen Brian Cage in, ja, bei der zweiten New Year's Smash-Ausgabe. Also das wird auch da natürlich das weiterführen. Und ich bin mal gespannt, ob man da vielleicht sogar noch einen Engel bringt am Ende mit Sting, wie eigentlich jetzt fast jede Woche, weil er ist ja jetzt lange da und anscheinend auch sehr, sehr oft. Und ja, Mehr, na, mal sehen. mehr, mehrjährigen Vertrag hat unterschrieben, ne? Wobei man nicht genau was weiß, für was für eine Rolle, ob auch in Ring oder ob er eher so für Not-Combat-Auftritte, also wo er dann nicht wirklich Matches bestreitet. Ne? Aber so wie sie ihn bisher eingesetzt haben, finde ich es schon sehr spannend. Ja, für mich riecht das alles so nach dem DDT-Einsatz vom letzten Jahr. Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass du da einfach ein Six-Man-Tag bringst, Cody, Darby und Sting gegen ja, Cage, Starks und vielleicht Hook oder Hobbs oder who knows. Also ich denke, man kann den auch sinnvoll wirklich im Ring unterbringen, aber so wirklich Fulltime-Wrestler in Singles-Matches, da will ich ihn nicht sehen und ich denke, das wäre auch für ihn besser, ne? Ja, man weiß ja auch nicht, wie sein wirklicher Gesundheitsstatus ist, ob der Verletzung, die er damals von Seth Rollins verpasst bekommen hat, ne, weshalb er ja eigentlich auch seine Stiefel an den Nagel hat hängen müssen und nicht mehr eintreten durfte. Aber wir haben an einem Edge ja gesehen, dass sowas auch nie eine Gewissheit für immer sein muss. Ja gut, bei Edge ist halt das Ding, er ist halt auch nochmal 15 Jahre jünger, ne? Das Ungefähr. stimmt auch, ja. Das muss man dazu sagen. Das Ding ist Also, ja auch schon ja, über ich sag 60. mal so, ich vertraue einem Sting insoweit schon, dass er weiß, was er machen will und kann.
Aber die Vergangenheit hat halt einfach wirklich gezeigt, dass man ins rum Alter es nicht riskieren sollte. Siehe Taker und Goldberg. Ich meine, ich würde jetzt mal so weit gehen und würde sagen, vor allem Goldberg ist nicht mal annähernd so gut im Ring wie ein Sting. Aber du siehst einfach, wie, also in dem Match Goldberg-Taker, finde ich, hast du einfach gesehen, wie es einfach nicht mehr funktioniert mit zwingend zwei alten Leuten, ne? Also, Ja, ja. definitiv, Ich ja. meine, klar kannst du dann ein Beispiel Minoru Suzuki bringen, der in seinem Alter immer noch abliefert, als wäre ein Jungspund gefühlt, ne? Aber so ist halt nicht jeder. Und es ist halt eine schwierige Sache, ne? Im Endeffekt, meiner Meinung nach, er ist ein alter Mann, er hat gut gedient für das Business. Gönnt ihm seine Ruhe, auch wenn er es vielleicht noch gar nicht sieht, aber ein blöder Move, ein blöder Bump und das Ganze ist halt wieder vorbei und er trägt noch mehr Schmerzen mit als davor schon. Also Ja, ich okay. würde es für meinen Kopf nicht riskieren wollen, sag ich mal. Nee, definitiv nicht. Aber so wie sie ihn aktuell einsetzen, scheint es ja auch ganz gut zu klappen. Er spielt seine Rolle, bringt Darby weiter over. Nicht? Und das ist doch auch in Ordnung. Und ich meine, Backstage so als Berater oder vielleicht auch als Trainer irgendeiner Wrestling-Schule, zum Beispiel bei QT Marshall in der Schule, da kann er wahrscheinlich auch an die junge Generation noch wertvolle Tipps weitergeben. Jeden Fall, ja. Also das auf jeden Fall. Wie also Emre hat ja schon gesagt, so ein Six-Man-Tag oder Eight-Man-Tag, was man letztes Jahr mit DDP gemacht hat, fände ich sogar gar nicht so schlecht, weil man hat ja im Februar diese Beach Break Show und da hätte man eventuell ein Main Event, also mit Darby, Cody, Sting und ja, eventuell noch jemand anderes, keine Ahnung. Weißt du, nach was das riecht? Nach was riecht es denn? Beach Cinematic Break? Match. Beach Break? Beach Come on. Break. Ach so. Der Beach Okay, Boy. okay. Das wäre doch mal was. Ja gut, vielleicht, aber dann. Vielleicht packt er dann seinen alten Surfer-Sting Ja, nochmal das habe ich aus. gedacht, dass sie das im Ja. Sommer machen, weil dann kann man ja keinen Schnee mehr. Ja. Das auf jeden Fall. Hätte was, hätte Nee, was. oder irgendeine Art Cinematic-Match, wo man es ganz sicher für ihn gestalten kann, ne? Vielleicht noch mal so ein Stadium Stampede? Ja, sowas in der Ja, Art, sowas, genau, ne? genau. Weil das war ja richtig gut und hoffentlich geht dann nicht Dr. Britt in ihrer Praxis mit besuchen, weil das hat ja bei Big Swole auch schon lächerlich ausgesehen. Nicht? Aber Aber kann AEW kann es ja ich auch gut. sehen, ehrlich gesagt. Überleg mal, so 5 on 5, Sting, Allen, Cody, vielleicht noch Dustin und Lee Johnson oder wen auch immer du da reinnehmen willst, QT Marshall gegen komplett Team Taz. Wäre Wäre schon vielleicht cool. auch ein Match, wo du Taz selber mit reinstellen könntest, eventuell. Ja, du weißt natürlich nicht, wie was mit seiner Verletzung ist, ne? Ja, Weil aber diese der ist ja auch schon. cinematische, das kann ja das auch irgendwo wieder auffangen, Ja, ne? ja. Und daher, also gerne, Ja, gerne, gerne. während die anderen sich dann kloppen, treffen Tess und Sting sich dann wieder an der Bar im Stadion, da wie damals Hangman und Hager waren das ja, glaube ich, beim ersten Stadium Stampede und kippen da erstmal ein und dann sagen sie, jo, jetzt geht's weiter und Hager zieht Page über die Bar. Naja, vielleicht kann man ja was machen, auch mit Hardy zum Beispiel, ne? Mit der Hardy Compound. Keine Ahnung. Er muss Wäre ja auch aber, was. der ist, glaube ich, eher jetzt so mit Private Party am rummachen, weil die beiden scheinen ja jetzt langsam zu realisieren, dass Hardy doch eher so in seine dunklere Seite abdriftet. Naja, eben deswegen. Das Ding als Face gegen Matt Hardy, so als Heel Ja. in so einem Match, könnte man machen. Ja, weil dann hätte man mit Darby vielleicht auch noch jemanden als Backup für Private Party. Also wäre möglich. Ja, mal schauen. Ja, mal schauen, ne? Ja, dann geht's weiter mit der Show. Und zwar, wie ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, kam dann MJF Backstage zu Santana und Ortiz, die Karten gespielt haben. Einem separaten Raum. Und MJF, ja, kam ein bisschen aus dem, soll ich sagen. Also es war ein bisschen überraschend, seine Reaktion zu allem. Aber wie ich dann später herausgefunden habe, ist sein Großvater gestorben. Das hat er ja auch gesagt in der Promo. Und
Natürlich auch Santanas Mitleid, bei dem auch Familienmitglieder gestorben sind dieses Jahr. Ich glaube, Ja, sein Stiefvater und sein Vater, ne, kann ja, das sein? beide, nee, beide Genau, haben ihm sehr beide, ne? nahe gestanden. Also das Genau. war bestimmt auch nicht leicht für ihn. Also es sind zwei reale Fälle hier und NGF zeigt sich, ja, zeigt sein Mitgefühl, ne? Zeigt, und ja, beide, ja, schütteln sich die Hände und beziehungsweise alle zu dritt. Und ich denke für mich, dass man das so in eine Storyline einbaut, das zeigt für mich einfach, dass MJF Santana Ortiz für sich gewinnen möchte, um dann eben mit Wardlow eventuell den Inner Circle so ein bisschen umzustürzen, kann man sagen, ne? Ja, das ist ein gar nicht so unkluger Gedanke. Das würde auch voll zum zur Gesinnung von MJF passen. Auf jeden Fall. Aber ich denke eher, dass Wardlow dann irgendwann mal so rausfliegt, ne? Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass MJF dann den Inner Circle um sich hat. Eventuell ohne Sammy Guevara und Jericho dann. Und wahrscheinlich denke ich auch, dass dann auch ein Wardlow rausfliegt. Dann hättest du halt wieder zwei Fronten, ne? Was auch irgendwo gut passen würde. Aber ja, ich lass mich überraschen. Also das gibt echt einiges her. Ja, kann man definitiv so machen. Ich bin mal gespannt, was man da für eine Konstellation dann bringen wird, ob man Jericho, Sammy Guevara und Hager turnt, also dass die beiden Babyfaces sind gegen die drei Heels und Sammy ist dann schon weg, komplett weg, man weiß es ja nicht, und ist schon als Babyface woanders unterwegs. Mal schauen. Ja, dann ging es weiter mit dem nächsten Match, und zwar die Dark Order, Allen Angels, Preston Vance, also 5 und 10. Und Code Cabana gegen Jurassic Express, also ein Six-Man-Tag-Match. Es gab tolle Tag-Team-Action hier, vor allem von Jungle Boy und Luchasaurus und Marco Stunt, die einfach, was, also die haben Sachen rausgehauen, die haben, oder wie soll man sagen, sie nutzen einfach ihre verschiedenen Gewichtsklassen zu ihrem Vorteil. Es gab sehr, sehr viele Near Falls und Dives und alles Mögliche. Und auch das Finish war so eine Art Back-Suplex in eine Powerbomb, also richtig cool. Habe ich noch nie gesehen vorher. Sah richtig, richtig cool aus und war ein sehr spaßiges Match. Wie fandet ihr das? Ja, auf jeden Fall. Da hattest du halt wirklich wieder zwei sehr coole Teams, die sich sehr gut ergänzt haben. Ich bin ja ein Riesenfan von Ten. Also der ganze Charakter in der Dark Order, ist nicht meins, aber ich mag ihn als Wrestler wirklich. Und er scheint auch ein echt gutes Powerhouse zu sein von dem, was man sieht. Und Allen Angels, da haben wir damals schon drüber gesprochen, als der seine Matches hatte gegen Omega beispielsweise. Also der Typ, der kann es halt auch wirklich, ne? Also da hast du echt sechs fähige Männer in diesem Match. Und das hat man gesehen, war spaßige 10 Minuten. Ja. Ja, finde ich auch. Also, ich muss sagen, Jungle Boy, der gefällt mir auch immer besser. Und ich hoffe mal, dass der auch irgendwann da mal seinen Durchbruch richtig hat und vielleicht auch in der Singles, im Singles-Bereich durchstarten kann. Auf jeden Fall, ich denke, das hoffen wir alle. Ne? Ich meine, Jungle Boy gegen MJF ist ja ein Match, das schon gemacht ist, ne? Für die nächsten Jahre um den World Title. Also das dürfte, denke ich, kein Problem sein. Danach ging es aber weiter, denn Tony Schiavone war im Ring und wollte Marco Stunt interviewen nach dem Match. Und diese wurden aber unterbrochen von FTR und Tully Blanchard auf dem Titantron. Und Tully hat die Promo gehalten. Es gibt ein Challenge für den 6. Januar, was jetzt mittlerweile der 13. Januar ist. Also für die zweite Nacht des New Year's Smash Events. Und er bedroht Marco, das fand ich ganz witzig. Denn sollte Marco ausfällig werden bei diesem Match, wird Tully wieder in die 80er zurückkehren. Also das heißt, er wird wieder aktiv mit seinen Fäusten. Und ja, fand ich ein sehr cooles Element am Ende noch. Und ja, es gibt ja, Jurassic Express gegen FTR dann. Das freut mich. Freue ich mich drauf auf das Match. Definitiv, das wird sehr interessant. Nee, also FTA sind ja auch Meister ihres Fachs. Und wie wir ja eben schon gesagt haben, Jurassic Express, also dann Jungle Boy und Luchasaurus, die sind ja auch, ja, wie soll ich es jetzt sagen, haben auch einiges im Ring drauf. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ein sehr spannendes Match ist, bei dem ich auch nicht wirklich so zu sagen vermag, wie es ausgeht. Ob FTA da den Sieg abstauben, da bin ich mir mal gar nicht so sicher.
Ja, wie das Match ausgehen wird, da mache ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber. Ich glaube, das werden einfach wieder hoffentlich 15 Minuten oder vielleicht mehr, wer weiß, denen kann man Zeit geben, in denen wir einfach unterhalten werden. Ansonsten gibt es da von mir nicht viel hinzuzufügen. Das sind zwei großartige Teams und werden abliefern und ich habe Bock drauf. Das ist auch das erste Mal, glaube ich, dass die aufeinandertreffen, ne? Kann das sein? Glaube auch, Also, ja. das Ja, freue ich mich soweit schon ich drauf. mich erinnere, ja. Bin ich auch mal gespannt, ne? Dann ging es weiter mit Alex Marvez, der Don Callis und den AEW World Champion Kenny Omega in einer Hotellobby abfangen kann. Und Don Callis macht sich erstmal über Alex Marvez, ja, lustig, beziehungsweise fährt einfach um ihn her und sagt, ja, was soll das, du folgst uns, du Creep und so weiter. Ich finde einfach den Charakter von Don Callis einfach genial, weil er ist einfach ein Gimmick. Also sein Gimmick ist, ein Gimmick zu sein. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, sie machen sich auch über Phoenix ein bisschen lustig, sagen halt, oder ja, sagen halt, dass Kenny eben Titel holt, Titelgürtel einsammelt, während Phoenix halt dauernd verletzt ist. Und er wird halt ohne Probleme den AEW-Titel verteidigen, aus diesem Grund. Und also mir gefällt dieser Gefekt, genau. Gefällt dieser Act so rum. Wahnsinnig gut zwischen Kenny Omega und Don Gallows. Ich weiß nicht, ich meine, wir haben es ja in den letzten Wochen schon gesagt, beziehungsweise ihr habt darüber geredet, die letzten Wochen. Und also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es. Wie habt ihr die Promo gesehen? Also ich fand es eigentlich sehr, sehr passend für den Aufbau. Ich finde es halt auch wirklich sackstark, dass man das mit aufnimmt, ne? Ich meine, Phoenix, der hat sich immer zu ungünstigen Momenten verletzt und das ist halt auch ein geiler Heel-Move, da einfach wirklich drauf rumzuhacken. Und von daher, es macht alles Sinn, es macht Spaß, den beiden zuzuhören. Einfach großartig. Ja, also Don Callis hat mir schon damals zu seiner ECW-Zeit als Cyrus the Virus the Network Guy sehr gut gefallen. Da hat er ja schon so eine ähnliche Attitüde an den Tag gelegt. Und jetzt einfach so, er bringt das so wunderbar rüber, ne? Und das passt auch im Zusammenspiel mit Kenny so richtig schön zusammen. Und da bin ich auch echt gespannt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es sind nur noch 1,5 Wochen oder knapp 1,5 Wochen, 2 Wochen, bis Hard to Kill, bis Kenny tatsächlich dann bei Impact im Main Event des ersten Pay-Per-View des Jahres antritt. Und da ja auch die Fehde AEW gegen Impact nochmal intensiviert wird. Da bin ich auch gespannt. Also, weil man baut ja da auch Rich Swann gegen Kenny Omega auf, Champion gegen Champion. Da bin ich echt gespannt, wie man da weitermacht, ne? Weil Kenny wird auf jeden, also ich gehe mal jeder wird davon ausgehen, dass Kenny hier verteidigt gegen Phoenix, ist klar. Aber es wird ein super Match. Also ich freue mich auf das Match sehr. Jetzt ist ja für uns jetzt kommende Woche, Aufnahmezeitpunkt. Also das wird schon richtig cool, da bin ich gespannt. Was auch ein sehr interessantes Match war, meiner Meinung nach, war Pac gegen Butcher. Das kam dann als nächstes. Eddie Kingston war im Kommentar. Und ja, die Match-Story war eigentlich gegeben vorher, ne? Pac und Butcher sind von unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Gewichtsklassen. Das heißt, man kann da eine super Big Guy, Little Guy Story draus machen. Und ja, ich fand, es war solide. Pac hat am Ende gewonnen nach dem Black Arrow, nachdem es eine Ablenkung gab von Lance Archer, der sich da mit Eddie Kingston dann gebrawlt hat am Kommentatorentisch. Und das war schon, ja, ganz nett, fand ich, oder? Wie seid ihr das Match? Auf Pac jeden Fall. Ist ja mein absoluter Liebling und ich freue mich immer, ihn zu sehen. Und umso mehr, wenn er dann das Match auch gewinnt. Ja, Pac ist einfach großartig. Also da muss man, glaube ich, nicht viel drüber sagen. Der Kerl, der ist einfach krass. Also wirklich, auch mit dem Push den zum Mond, der Typ, der hat sowas von verdient. Und ich sehe den einfach so gern. Aber um nochmal auf Kenny und Don in dieser ganzen Konstellation auch mit hier Phoenix zurückzukommen, das hat einfach so viel Potenzial. Also ich meine, klar kann man nach so einem Banger-Match sagen, okay, dann. Aber du kannst auch wirklich einfach hier Death Triangle gegen Kenny und die Good Brothers bringen. Und das musst du meiner Meinung nach wirklich einfach machen. Auf welcher Ebene? Wahrscheinlich eher Dynamite als Impact, weil ich nehme an, mehr Leute, na, was heißt ich nehme an? Es ist so, mehr Leute, die bei Dynamite sind, ja, werden halt eben in diesem Match vertreten.
Aber bitte macht das. Also unbedingt. Jetzt mal im Ja, Ernst. definitiv. Ich meine, es wäre die größere Bühne und wenn Kenny jetzt seinen Auftritt bei Impact hat, wäre ja dann eine Reaktion aus Nashville angesagt, dass dann Impact mal zum Gegenbesuch vorbeikommt und da wären die Good Brothers als Best Buddies von Kenny ja prädestiniert dafür. Könntest du halt dann auch wieder Titelmatches draus machen, ne? Pac gegen Kenny, das, was man ja schon so ein bisschen aufgebaut hat letztens. Und ja, hier halt eben genauso, ne? Mit Penta und Phoenix gegen die Good Brothers und die Impact Tag Titles. Also da bin ich mal gespannt. Ja, man muss ja sagen, ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich nicht in der Vergangenheit schon mal Impact Tag Team Champion Ja, waren, doch, weil tatsächlich waren sie, ja. Penta war ja sogar schon Impact World Champion, ne? Ja, vor Eben, 2 Jahren, ja. ne? War das nicht Die haben so? ja Ja, auch genau. ja, gegen Santana und Ortiz, glaube ich, oder mit denen hatten die zumindest eine Fehde um die Genau, Titel. damals LAX. Ja, hat alles Ja. Geschichte. Nicht schlecht. Genau. Naja, also ich bin mal gespannt, was man da macht. Es sieht sehr einseitig aus, sage ich mal, dass Kenny alles verteidigt, aber es wird wenigstens interessant gemacht, weil er hat immer wieder tolle Matches und tolle Gegner. Ja. Bei Pac gegen Kenny, ich meine, vor dem fast einem Jahr hat man das Iron Man Match gehabt zwischen den beiden. Und war schon richtig geil. Und jetzt nochmal ein Titelmatch. Also man sieht einfach, die Matches, die man schon mal hatte, die werden mit zunehmender Länge oder mit zunehmender Jahre einfach immer größer, weil die Charaktere einfach viel mehr over sind und einfach schon Stories hinter sich hatten. Und ich finde es Ja, einfach super. erinnern wir uns damals an das erste Match der beiden, als ja Kenny eigentlich gegen Moxley antreten sollte und der sein, ich glaube, irgendwie Ellbogenverletzung hatte und Pac als Substitution, als Notgegner kam und da Kenny im Brutalizer ausgechoked hat. Eben, das war aber halt wirklich so unerwartet, ne? Also eigentlich jeder dachte so, okay, Pack ist eh nur der Ersatz, dann wird er das auch zu 90% verlieren, aber dann hat man den wirklich so stark reingebracht, den Brutalizer direkt overgebracht, also das war geil. Und dann auch war das ein Two out of Three Falls Match oder ein Iron Man Match? Nee, das war damals ein normales Match. Nee, 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 ich meine dann Ach so. danach, Anfang 2020 hatten die ja dann nochmal dieses eine Match. Ich bin mir nicht sicher, ob es Two Puh, out of weiß Three ich gar Falls nicht Match war mehr. oder halt eben Iron Man, aber das war auch Ja. richtig stark. Können die Hörer ja mal in die Kommentare reinschreiben, ne, weil ich müsste da jetzt auch nach Aber erstmal nachhaken. ich glaube fast, es war 30 Minute Iron Man, Ja, aber aber. es waren 2 out of 3 Falls. Es gab nur 3 Falls. Ja, liebe Zuhörer, wer hat recht? Julian oder Emra? Eure Ja. Chance. Ja. Mal sehen. Ach, ja, da bin ich auch mal gespannt. Ne? Also, auf was ich auch mal gespannt bin, ist, wann endlich Best Friends gegen Kip und Miro antreten werden. Ja, was ist Ne? denn mit der Jade Cargill, Mensch? Oh. Ah, die habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Siehst du mal, ne? So Siehst du mal. unbedeutend findest du sie? Die habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Das war diese kleine Backstage-Promo, ne? Dass Ja, sie eben ganz gesagt genau. hat, ja, dass Brandy eben da jetzt Ja. schwanger ist und nicht gegen sie antreten kann. Und das hat sie quasi ein bisschen als feige dargestellt. Und jetzt muss sie ja eben die Women's Division so ein bisschen, ja, carryen und übernehmen. Und ja, ich weiß nicht, wo man mit ihr hin will. Wahrscheinlich habe ich mir das deswegen nicht aufgeschrieben, weil das Match passiert nicht. Ich weiß nicht, was man mit Shaq jetzt macht und Cody. Also, das ist ja so ein bisschen jetzt in der Luft, ne? Ja, durch die Schwangerschaft ist das wahrscheinlich ein bisschen dann durcheinander geraten. Aber Jade hat ja in der Promo dann zum Schluss auch gesagt, da Brandy ja nun sich durch die Schwangerschaft vor ihr weggesneakt hat, soll sie ihr dann wenigstens eine ordentliche Gegnerin vorsetzen, weil so langsam hat sie die ganzen Scheiß satt. Mal sehen, wo das hinführt, welche Ja. Gegnerin Brandy da überhaupt, ja, announcen wird. Keine Ahnung. Vielleicht Red Velvet, aber die ist ja noch gar nicht aufgebaut im TV. Die war ja nur Wer bei Dark. eine Na, logische, das wäre logisch, ja. ja, oder aus alten Nightmare Collective-Zeiten eine Mel? Oh Gott, Oder oh Gott. Awesome Kong, obwohl ich Oder glaube, die. einfach Luther, come on. Ja, Luther, dem setzt du einfach eine Langhaarperücke auf und dann mal viel Spaß. Aber Awesome Kong wäre schon witzig, einfach so nach einem Ja, ich glaube, Jahr. die ist aber. Die. Ist im Moment auch verletzt, glaube ich. Naja, mal sehen. Ja.
Wer auf jeden Fall auch verletzt ist jetzt, das war meine zweite Überleitung dazu, ist Trent. Der hat sich wahrscheinlich in irgendeinem Match verletzt, die paar Wochen zuvor. Und zwar hat er sich den Brustmuskel gerissen und wurde hier bei dem Wedding-Announcement von Kip und Penelope und Miro aus den Shows geschrieben. Und zwar kamen Kip, Penelope Ford und Miro raus auf die Stage und haben erstmal die Zuschauer ein bisschen, ja, angeteased und ja, ein bisschen verarscht auch, denn sie haben ein Run-In von den Best Friends so ein bisschen ja, gespielt und dann haben sie gelacht. Aber dann zeigen sie auf Titan schon, wie sie sie anscheinend vorher schon attackiert haben. Zumindest Trent. Und der ist dann mit Chucky T und Orange Cassidy dann im Krankenwagen eben weggefahren. Und dann gab es das Wedding Announcement. Das war eigentlich das Wichtigste bei diesem Segment, weil das war das Einzige, was mich interessiert hat. Und zwar kommt es bei Beach Break. Und zwar am 3. Februar. Das ist doch mal was, oder? Eine Strandhochzeit. Unser Szene-Gossip Julian. Die Hochzeit ist das Wichtigste und Interessanteste für ihn. Sehr schön. Ah, natürlich. Ich brauche sie nicht. Das ist ja schon lange aufgebaut, Wir, ne? ey, Ja. ich glaube, wir ahnen aber alle, dass die Hochzeit wie jede andere Hochzeit im Wrestling, vielleicht abgesehen von der gefakten Hochzeit damals von Macho Man und Miss Elizabeth, natürlich nicht so enden wird, wie sich das Kip und Penelope erträumen. Ah, Irgendwas wird natürlich passieren. nicht, aber ich weiß nicht. Diese ganze Story, die juckt mich gar nicht. Nicht wirklich, Und ne? von daher, da können jetzt bei der Hochzeit irgendeinen Undertaker aus dem Geschenk bringen oder weiß der Geier was. Es würde Hast mich einfach nicht interessieren. der Undertaker hüpft aus der Hochzeitstorte wie Jack in the Box. Mann. Boing, Was ich noch witzig fände, wenn Jason Momoa aus dem Meer auftaucht und ja, das wäre cool. als Aquaman die ganze Hochzeit platt macht. Oh Nee. Mann. Ja, aber ein Gutes hat das Ganze. Miro ist endlich seine blöden blonden Haare los. Ich fand die gar nicht mal hässlich. Ich weiß nicht. Dunkelhaarig gefällt er mir eher. Zwar sind sie mir auch immer noch zu kurz. Damals so zu seinen Rusev-Zeiten zu Beginn Ja. mit den etwas längeren, da sah er dann auch noch bedrohlich aus, aber ich weiß nicht. So mit ganz kurz, naja. Ich sag mal, so bedrohlich könnte er auch aussehen, wenn er nicht der liebe, nette Gamer wäre, der sich drüber Ne, so beschwert, weil ein. jemand seine Arcade-Box da kaputt macht. So. Ja, Ah, echt. kritisch. Wahnsinn. Und jetzt bringt man das Match ja nicht mal, ne? Weil Trent verletzt ist. Die haben jetzt bestimmt 3, 4 Monate lang dieses Match aufgebaut, dieses Tag Team Match. Und das gibt es immer noch nicht und wird es auch jetzt erstmal nicht geben. Naja, nu, Oh. das mache aber auch anders geplant sein. Und wenn Trent sich nun mal verletzt, was ja auch nicht bei AEW irgendwie bei einer Show passiert sein soll, sondern ich glaube beim Training, dann ist das nun mal so und dann musst du halt damit leben. Ja, natürlich, ne? Aber es ist halt echt krass. Ich meine, du planst es monatelang, dieses Match. Und ich meine, es ist ja sonst immer so, heutzutage zumindest im heutigen Television Wrestling, Matches werden für 3, 4 Wochen aufgebaut und dann bekommst du die einfach. Und Ja. das ist ein Match, vor allem es ist auch ein Undercard-Match, ne? Also es ist jetzt kein Main-Event-Titel-Match oder so. Das baut man halt schon seit Monaten auf und man hat es immer noch nicht gemacht. Aber ob der Miro dann so böse war wie jetzt der Evil, der Uno? Ah ja, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also mittlerweile ist er ja nicht mehr böse. Nur, aber dafür hat er Zumindest das bei dieser Fünfrot Show noch. attackiert Bei vor dieser dem Show Match. ist er noch böse. Bei Ja, dieser Show Friendly ist er noch Uno. evil. Jetzt ist er friendly und genau. Ja genau, das nächste Match, da war er nämlich dabei und zwar gegen Dustin Rhodes. Das fand ich war ein sehr, sehr spaßiges Match. Er ging nicht allzu lang. Ja, Dustin gewinnt nach Running Bulldog, was anscheinend sein neues Finish ist. Passt zu ihm, muss ich sagen. Ich weiß nicht wieso. Ich finde es einfach, es passt einfach zu ihm. Es ist ein super Move, vor allem am Ende vom Comeback oder so. Ich denke, Emra wird da nicht so der Fan davon sein. Ne? Ich sag mal so, es passt zu ihm. Ich würde damit kein Match beenden wollen, aber mein Gott. Ich meine, es soll Leute geben, die benutzen auch noch einen normalen DDT als Finisher. Aber es liegt ja natürlich nicht am Move, sondern Natürlich. an der inflationären Nutzung des Moves, ne? Ja, Okay. eben. Von Natürlich, daher, ne? ja, ich denke, wenn du es gescheit aufbaust, kann jeder Move ein Finisher sein. Mein Finisher soll ja mal eines Tages der gute alte
Nee, doch nicht. Schoolboy sein. Ich, Schoolboy, genau. ja, der Ja, Schoolboy, komm, das der wollte ich erst kommt, bringen, aber im mal Endeffekt ehrlich. wird's eine Lariat, glaube ich. Mal ehrlich, der Schoolboy ist der tödlichste Move im Wrestling. Der hat die meisten Matches entschieden. Ey, wie hat Jon Moxley mal gesagt in einem Interview bei Renee Young, hier, das Small Package, wenn du den perfekt ausführst, ist das eine hundertprozentige Siegchance. Ja. Also, bitte, warum nicht? Thorsten, hast du da noch was dazu zu sagen zu dem Match? Ja, also Evil Uno, man hat wieder gesehen, dass er doch mehr im Ring kann, als er in letzter Zeit zu zeigen imstande war. Nun muss man ja leider dann erstmal abwarten, wie das jetzt generell mit der Dark Order dann so weitergeht. Ja, ob dessen, was dann später noch zu besprechen ist. Aber ich glaube, er hat sein volles Potenzial noch gar nicht so gezeigt. Da ist ja auch Carter immer die so überzeugt von, die ihn ja noch aus Super Smash Brothers Zeiten kennt. Also da scheint er richtig noch was uns zeigen zu können. Ja, vor allem man sieht ja, dass er und auch Stu Grayson wirklich was drauf haben, ne? Aber irgendwie in den Matches kommt es halt teilweise wirklich nicht so rüber. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es einfach das Gimmick, das die beiden aufhält. Who knows? Aber ja, talentierte Worker. Ja, sie hatten halt anscheinend immer so richtig tolle Matches gegen die Young Bucks. Das sagt auch der gute Dave Meltzer immer. Also die Matches bei PWG, die er damals gesehen hat, die waren überragend. Aber in AEW haben sie halt noch nicht so gezeigt, außer gegen die Young Bucks vielleicht, was sie eben drauf haben. Und das hat man hier dann doch schon gesehen. Und gerade auch dann bei der Tributshow von Brody Lee, fand ich, gab es noch eine bessere Performance von beiden. Nach dem Match, ja, kam dann Stu Grayson auch noch raus und Evil Uno und Stu Grayson Double Teamen einfach das sind. Dann kommt QT, will den Save machen, wird aber auch ja, abgecuttet und dann kommt aber Lee Johns mit einem Springboard-Move. Finde ich immer ein bisschen unnötig, also realistisch gesehen. Ich meine, Wrestling ist nicht realistisch oftmals, aber mit einem Springboard-Move einen Save zu machen, sieht spektakulär aus, aber er könnte einfach in den Ring rennen und das unterbrechen, aber gut. Er musste unbedingt einen Springboard Dropkick zeigen. Es war halt ein Spot für Lee Johnson, dass er auch mal oben stehen darf bei Dynamite. Und ja, damit werden die hier jetzt quasi in die Flucht getrieben, ne? Ja, aber Lee Johnson, jetzt offizielles Mitglied der Nightmare Family, auch mit entsprechender Jacke, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Er ist ja schon ewig da, ne? Also Ja, gefühlt seit aber ich Monaten glaube noch, schon. aber ich glaube nicht so jetzt erst so richtig offiziell, ne? Ja gut, der war ja damals schon bei dem Beatdown von dem Dark Order gegen Cody und Brandy ja schon dabei, Ah, glaube okay. ich. Also Ja. er ist schon lange da. Er hatte halt noch keinen Spotlight, deswegen sage ich, also es ist halt eigentlich so der Okay, das nochmal ein meinst du ja. Spot jetzt Ja. gewesen, damit er mal bei Dynamite mal oben stehen darf. Weil irgendwann muss man ihn ja mal reinbringen, ne? Ja. Genau, dann ging es weiter mit einem sehr interessanten Interview, und zwar mit Sean Spears, der im Endeffekt Tony Schiavone interviewt. Ne? Er fühlt sich ungerecht behandelt und fragt Tony, was das alles sein soll hier mit dem Management und so weiter, denn sie geben ihm keine faire Chance. Und Tony stellt halt eben fest, dass das Problem ja vielleicht bei ihm selbst liegen kann. Und Spears sagt erstmal, er hat darüber nachgedacht, aber dann in totaler Heel-Manier natürlich verneint er das und er stellt quasi Tony Khan und den EV-Pricks, wie er es genannt hat, ein Ultimatum, dass ja, er eben erst zurückkommen soll oder erst zurückkommen möchte, wenn er eben einen ordentlichen Spot bekommt. Und mein erster Gedanke war dann danach, vielleicht sehen wir Spears bei Impact bald. Dachte ich mir auch, und das wäre halt auch wieder ein sehr guter Spot. Da könnte halt einfach erstmal an seinem Charakter wachsen, was ausprobieren, was vielleicht für Dynamite noch zu, oder wofür Dynamite einfach noch zu groß ist in dem Moment. Und den kannst du dann Hot wirklich wieder rüberholen, wenn du ihn brauchst oder wenn du was für ihn hast, ne? Ne, die definitiv. Und zumal bei Impact ja jetzt drei große Verträge auslaufen. Ne? Ich glaube, Sami Callihan hat jetzt verlängert. Habe Der ich auch stand gelesen, ja. auf dem Plan. Also auf jeden Fall Ethan Page und Taya Valkyrie, die ja beide auch heiß umworben sind.
Ne? Und da wäre es doch für die Leute, die bei AEW nicht im Hauptscheinwerferlicht stehen, sondern eher so am Rande sind, doch super, wenn man die denen bei Impact Matchpraxis geben kann und dass sie da dann ihre Storylines bekommen und auch Matchpraxis sammeln können. Eben und vor allem, also gerade in Sean Spears, ne, also was du da über ihn hörst, muss ja wirklich ein richtig krasser Wrestler sein und wirklich viel Ahnung haben, Backstage sehr viel weitergeben und so weiter. Also gerade so einer, finde ich, da lohnt sich's auch, ihn dann in, sag ich mal, eine kleinere Promotion zu schicken, ihn dort mehr Spotlight bieten zu können, sag ich mal, und dann bitte, also ja. Kann man generell mit seinen Leuten machen, aber gerade so ein Sean Spears, finde ich, der passt da ganz gut hin, weil der versinkt ja wirklich in nichts bei AEW, ne? Er hatte halt jetzt schon seine große Fehde gegen das Top Babyface damals verloren, gegen Cody. Also ist halt schon schwierig, da sich wieder, ja, da sich Ja, zu recovern, ne? das war damals, was ich auch immer sage, genau das Problem, dass sie ihn das allererste Match gegen Cody haben verlieren lassen. Der war doch mit durch diese ganzen Sit-Down-Interviews mit JR, da, wenn man sich mal erinnert vor dem ersten Match, war War der doch ultra over. so als Heel in Position gebracht und dann hat ihn diese eine Niederlage so den Wind aus den Segeln genommen, da hat er sich bis heute nicht von erholt. Wobei ich sagen würde, einen Punkt, den man dann noch wesentlich besser hätte machen können, war dann auch einfach das Match gegen Dustin Rhodes. Ich weiß noch, wie ich mit Cutter damals die Preview aufgenommen habe zu Double or Nothing. Und da meinte sogar sie, hey, in diesem Segment da, wo er über Dustin so nachrichtenmäßig gesprochen hat, ne? Selbst in diesem Segment, also in diesem Segment hat mir Sean Spears mal gefallen. Und das ging auch vielen so. Da hat er wirklich irgendwie Charakter gezeigt auf einmal, ne? Und dann wird er in diesem Match einfach wie eine absolute Lachnummer dargestellt. Mein klar witziger Moment, aber come on, wie willst du dich aus sowas erholen, wenn du gefühlt schon eh im Nirgendwo liegst, ne? Also, ja, hätte man viel besser machen können, bin ich der Meinung. Hoffentlich hilft dem Impact weiter. Wäre schön. Oder hoffentlich wird's Impact. Who knows? Ja, sie hätten, also ich muss mal zusagen, also stimmt euch das nicht zu, dass die Niederlage gegen Cody ihn unbedingt jetzt rausgehauen hat? Sie haben einfach nichts mit ihm gemacht. Sie hätten, also danach dann, sie hätten einfach danach weitermachen müssen mit ihm. Er hätte wieder seinen Heat bekommen können, das wäre alles wunderbar gewesen bei irgendeiner Dynamite-Show. Hat man aber nicht gemacht. Er hat dann, glaube ich, auch relativ schnell gegen Moxley verloren, in der dritten Woche oder so. Ja, das hat ihn dann schon so langsam immer mehr Richtung Dark geschoben. Es ist halt schade, dass man aus ihm nichts mehr gemacht hat. Aber ich bin gespannt, wenn man jetzt hier mit Impact bei ihm weitermacht. Mal schauen, ne? Ja, wo er mir dann auch gefallen hat, das war allerdings gar nicht so in Matches, das war zu der Zeit, als das mit den Wrestlern als Publikum losging, wo er dann immer an der Seite mit MJF zugange war und zusammen Shampoos getrunken hat und die beiden sich so über die Faces Ja, lustig gemacht oder haben. Das, gewettet haben und ja, so, ne? genau, gewettet haben sie, Eben, ne? Und dann da kommt, hättest du halt viel mehr draus machen müssen. und wie Da Tony hättest du auch einen Gimmick. Schiavone dann vorbeikommt und sagt, ja, hier kann ich noch einsteigen, so, wie steht's? Na, also da hätten sie auch was dran machen müssen, das kam doch richtig gut rüber. Jeden Fall. So ein Gambler-Gimmick für ihn, das passt eigentlich, ne? Könnte man machen. Vor allem, ich glaube, er hätte auch in so eine. Ich weiß nicht, habt ihr MLW gesehen? Nee, Nein, leider nicht. noch nie. Da gab es so ein hochpoliertes Schnösel-Gimmick mit Anzug, Gimmick sage ich, Stable. Unter anderem mit MJF und Alex Hammerstone war drin, glaube ich. Ah, doch, ja, das Stable Weil, kenne ich, also ja. rein so optisch, ne, hätte ich das gar nicht mal scheiße gefunden, wenn du da wirklich einen Spears, einen MJF, einen Wardlow gehabt hättest. Und wenn es nur für einen Moment wäre, ne? Aber das hätte ihm zumindest mal wieder was zum Arbeiten gegeben in so einer Zeit, ne? Also jetzt im Nachhinein braucht man es natürlich nicht. MJF ist seinen Weg gegangen, aber ich sag mal so, du hättest einfach wirklich Möglichkeiten gehabt, den Typen gescheit einzusetzen. Ja, Bis dato ist es nicht passiert, ja. oder jetzt zuletzt, wie sich da so ein Blanchard Stable andeutete, als er von Tully unter die Fittiche genommen worden, das war ja praktisch von Anfang an, und als dann FTA noch dazu kam, da hättest du doch so richtig schön die neuen Horsemen draus bilden können, aber selbst da haben sie nichts mit ihm angefangen.
Also das muss ja generell, finde ich, kommen. Also AEW braucht meiner Meinung nach irgendwann auf lang Four Horsemen. So eine neue Generation. Ich finde, es gibt einfach alles so viel her. Also fände ich schade, wenn es nicht passiert. Mit Ja, wem? Who knows? Aber so FTR würde Sepp. das saugut reinpassen. Naja, FDA vielleicht, ja, so als Tag-Team, ne? Und ich meine, Sean Spears, der hätte ja vielleicht sogar der Leader of the Gang sein können. Und dann hättest du noch irgendwie so einen großen, muskulösen Typen genommen, der so damals die Evolution-Rolle von Batista übernommen hätte. Ne? Naja, mal schauen, was sie draus machen. Ne? Wir machen jetzt erstmal weiter mit der Show. Und zwar gab es dann ein Women's Match, beziehungsweise erstmal gab es ein Interview, was zumindest versucht wurde, von Dasha mit Hikaru Shida. Allerdings kommt Abaddon einfach mit einer Attacke gegen Shida aus dem Nichts. Und Shida kann sie ja, zurückweisen und geht dann gleich raus zum Match. Das Match war nicht wirklich erwähnenswert, fand ich, gegen die gute Alex Gracia. Hatte sie ein ja, Squash-Match, aber im Endeffekt, es gab während des Matches und nach dem Match eigentlich dann Interaktion mit Abaddon, die dann auch am Ring oder Ringside, also hinter der Barrikade, dann aufgetaucht ist. Und am Ende gab es nach dem Match natürlich noch ein Brawl zwischen den beiden, Abaddon und Shida, und ja, sogar mit Biss, kann man sagen. Denn Abaddon hat sich einfach mal den Nacken gepackt von Shida und hat mal gekostet. Ja. Ob die beiden bei der Szene zu viel Becky Lynch und Shayna Ja, Baszler war genau meine Frage gerade, ja. geguckt haben? Achso, wann war das denn, genau? Nee, das war irgendwann Anfang des Jahres. Da kam dann Shayna Baszler, war Ja. damals, sollte Herausforderin von Becky Lynch sein und die hat ihr auch in den Nacken gebissen. Ah, Ein Mann. richtiges Stück Ja. rausgerissen und war Okay. blutüberströmt. Ja. Ja. Dann interessant. Ne? Und das hat dann bei Becky Schwangerschaft ausgelöst. Ja, so funktioniert das. Erst beißt man jemanden und dann ist er schwanger. Ja, auf Ja, jeden ach Fall. so, ah, okay. Habe ich aber irgendwie anders in Erinnerung. Aber mal gut. Du kennst nur die Geschichte mit dem Storch, oder? Ja, nee, die Bienchen und die Blümchen. Der Storch ist Fake News. Ach so, okay. Ja, auf jeden Fall. Hikaru Shida gewinnt das Match gegen Alex Gracia und ja, man baut halt das Match weiter auf, ne? Gegen Abaddon den Titel, was dann bei der ersten Nacht von New Year's Smash kommen wird. Seid ihr gehypt auf das Match? Freut ihr euch darauf? Nö. Okay. Nee, sorry, aber Gewinn kann mir nichts abgewinnen, stand jetzt. Ja, also ich bin mal gespannt. Also, so Abaddon hat man ja jetzt noch nicht so sehr viel im Ring gesehen. Na, da leidet sie ja an derselben Krankheit wie die ganze restliche Women's Division, vielleicht mal abgesehen von Dr. Britt. Ja, also man muss mal gucken, wie sie sich da schlägt. Kann gut werden. Also ich stehe dem Ganzen neutral gegenüber und gebe beiden eine Chance. Vielleicht haben sie ja eine gute In-Ring-Chemie zusammen. Natürlich, abwarten, Tee trinken, sollte man erstmal immer, ne? ja, dann gab es Ankündigungen für New Year's Smash. Also ich habe einfach nur mehr aufgeschrieben als Notiz Titelmatches über Titelmatches, denn gefühlt alle Titel sind auf der Card, beziehungsweise auf beiden Cards. Diese Shows, also die erste Show sollte es ja eigentlich jetzt diese Woche geben, wie schon erwähnt, ganz am Anfang von uns. Und ja, die wurde natürlich jetzt um eine Woche verschoben. Heißt, wir sehen die dann nächste Woche. Die werden wir dann beide in der nächsten, die nächsten, ja, in der nächsten Lead Hour dann besprechen. Und dann kommen wir zum Main Event, und zwar das Tag Team Title Match. Die Young Bucks verteidigen gegen die Acclaimed. Richtig cool. Also die Acclaimed nach 3 Wochen Dynamite schon im Main Event um die Tag Team Titel. Ist mal was auf jeden Fall. Es gab wieder einen Rap von Max Caster vorher. Natürlich Trash Talk wie immer, ne? Und ja, es war ein sehr, sehr schöner Tag Team Main Event, meiner Meinung nach. Nick Jackson hat den besten Hot Tag im Business. Ist einfach so. Punkt. Gab richtig coole Tag Team Aktionen, wie zum Beispiel einen Superplex in einen Delayed Vertical Suplex. Ich glaube, er hat ihn dann Deadlift hochgezogen und dann gab es einen Crossbody und das war ein super Nearfall. Am Ende gab es Superkicks gegen alle. Selbst Referee Rick Knox musste dran glauben und hat einen abbekommen von Nick Jackson. Und ja, der war natürlich dann down und dann gab es einen Low Blow, die Boombox wurde wieder eingesetzt, aber es gab nur Nearfall, Nick Jackson ist zum Glück ausgekickt. Da war ich dann schon richtig drin in dem Match, also da hat es mir dann richtig gefallen.
Und die Young Bucks verteidigen die Titel dann nach dem BTE-Trigger. Und meiner Meinung nach ein sehr, sehr starker Main Event. Also die Young Bucks können einfach gefühlt eigentlich jeden als die größten Stars aussehen lassen. Wie schon mit Topflight, wie schon mit Jack Evans und Angelico. Also wieder mal hier das dritte Match, was sie gebracht haben. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Einfach mega. Also wirklich am Schluss diese ganzen Nearfalls, die habe ich wirklich geschluckt. Ne? Also das war wirklich ein geiles Match. Und was ich geil finde, ist einfach, dass AEW so konsequent ist und sagt, hey, wir haben ein Titelmatch auf der Card. Wir hauen das jetzt in den Main Event. Das gibt einfach nochmal The Acclaimed so viel mit. Einfach, wie du sagst, nach 3 Wochen im Main Event um die Tag Team Titel. Was willst du mehr? Also so baust du einfach deine neue Garde an Stars auf und gerne, sehr, sehr gerne. Also großartig, hat mir sehr gut gefallen. Ja, also definitiv acclaimed in diesem Match wunderbar. Haben zwar, denke ich mal, auch zu Recht verloren, weil das wäre jetzt viel zu früh gewesen, wenn die da tatsächlich schon Champions geworden wären. Aber man hat gesehen, was sie in der Lage sind zu leisten. Und jetzt können sie sich einmal quer durch die Tag Team Division sneaken und dann irgendwann in absehbarer Zukunft dann ein erneutes Match gegen die Bucks machen und da bin ich mir dann gar nicht mehr so sicher, ob die Bucks dann immer noch siegreich bleiben. Ja, und das auf jeden Fall, ne? Was mir halt gefallen hat, vor allem, dass die Matches komplett unterschiedlich sind. Also die Young Bucks hatten ja dieses komplette Spotfest gegen Topflight, dann gegen Jack Evans und Angelico ein ähnliches Match, aber schon mehr mit, ja, ich sag mal, klassischem Tag Team Wrestling. Und das war halt wirklich ein klassisches Tag Team Match hier gegen die Acclaimed. Also ohne wirklich krasse High Spots. Die Young Bucks haben ihre ja, typischen Sachen gemacht, aber vor allem sehr, sehr viel Selling verbunden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Also ich finde das super, dass man da dass das drei verschiedene Matches waren, sag ich mal. Ja, Tag Team Wrestling kann einfach so schön sein. Also, ich liebe Tag Team Wrestling. Ebenso. Definitiv. Ebenso. Ja, Ich das. meine, das, Entschuldigung, wenn ich dann nochmal einhake, wir Okay. haben ja nicht unisono umsonst beim Jahresrückblick alle das Tag Team Match Page und Omega gegen die Bucks von Revolution zum Match des Jahres erklärt, ne? Dicht gefolgt von Bucks gegen FTR und das ist einfach krass. Du redest über Match des Jahres und hast gefühlt dreimal die Bucks dabei, ne? Also, das ist schon wirklich Respekt an die beiden. Also, es ist wirklich ein Once-in-a-Lifetime-Tag-Team, ne? Auf jeden Naja, Fall. obwohl man muss auch sagen, es wäre vielleicht auch mal interessant, wenn die beiden mal versuchen, einen anderen Stil zu fahren. Vielleicht können sie sich dann wieder interessanter machen, weil so läuft ihr Match ja immer irgendwie gleich ab, ne? Ja gut, sie haben ja jetzt erstmal keine krasse Story, also im Sinne von wirklichen, also wie soll ich denn das jetzt sagen, ohne jetzt Disrespect zu zeigen oder so, aber es sind jetzt keine Challenger gewesen, die Titel abnehmen können, ne, sage ich mal. Das heißt, man hat jetzt einfach das Tag-Match aufgebaut für die letzten Wochen und das war's dann. Also da gibt's jetzt auch nichts mehr danach. Ich denke, wenn es dann irgendwann wieder gegen FTA geht, ich habe auf Twitter schon gelesen, Dax Harwood hat einen Tweet geliked oder retweetet von irgendwie 60-Minute Ironman Match oder sowas Oh, gegen die nee. Bucks. Halleluja. Also, ja, ich weiß nicht. Vielleicht bringt man da ja was bei Revolution dann, ne? Das Rematch. Mal gucken. Oder bei Double or Nothing, je nachdem. Ja, das war die Dynamite Holiday Bash Ausgabe. Und ja, sehr unterhaltsame Ausgabe, meiner Meinung nach, wie immer eigentlich. Und ja, also meine Highlights waren auf jeden Fall der Main Event, der Opener, das Opening Tag Match zwischen Topflight und dem Inner Circle. Und natürlich also das Ganze mit Sting, Darby und Team Taz gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Hab mich gefreut auf die nächste Woche zu dem Zeitpunkt, sag ich mal. Wie Auf sieht's da jeden bei euch Fall, aus? ja. Also du sagst es, es hat halt wirklich alles seinen Sinn sowas von erfüllt. Das Tag Team Match im Main Event war wirklich mein Moment of the Week, um es mal hier vom YouTube Thumbnail von AEW abzulesen, ja. Also wirklich, das fand ich geil. Und wie du sagst, auf die nächsten Wochen kann man sich da einfach nur freuen. Was ich vorher noch sagen wollte, beim New Year's Smash wird es ja auch noch Cody gegen Matt Sydal geben. Und ich glaube, das ist so ein Match, da rechnen nicht viele damit, wie geil das eigentlich werden kann. Also ich glaube ehrlich, das wird ein richtiger Banger. Freue ich mich. Das verspricht einiges. Also Matt Sydal
Ist ja auch ein sehr guter, wenn Michael Nakazawa nicht Ringecken einölt, ne? Dann ist Oh ja. er ja auch. Ich meine, das hat man ja damals auch schon bei Air Boom bei WWE gesehen, als er Tag Team Champion zusammen mit Kofi Kingston wurde, ne? Ja, der kann halt auch wirklich mit jedem irgendwie, ne? Auch mit einem Orton hat der so ein geiles Match gehabt. Also wirklich, der Typ, der ist gut, Mann. Also bitte, und gegen Cody, ich sehe schon kommen, das wird ein richtig geiler Storyteller, das wird Spaß machen. Eben. Ich genauso. Ja, ne, dann war das die Ausgabe von Holiday Bash, ne, und natürlich auf Wrestlinginfos-infos.de. Bei dem Showbericht durften die lieben Zuschauer bzw. Zuhörer und die, die die Show eben gesehen haben, natürlich auch Schulnoten vergeben. Und ja, es war sehr interessant, was ich hier jetzt vor mir habe. Und zwar sehr gut wurde bewertet mit 39%. Also von 72 Stimmen 28, ist auch die beste Bewertung von allen sechs. Gut mit 33%, also ja, denke ich, eine ganz gute Sache. Aber was ich wieder mal nicht verstehen kann, wir hatten es ja die letzten Wochen auch schon gehabt hier, gab 14%, also 10 Votes, die die Show als ungenügend beschrieben haben. Ich weiß nicht, was da immer los ist, oder? Versteht ihr das? Na, entweder machen die sich einen Jux draus, da Votes irgendwie nicht ernsthaft zu machen, oder man fragt sich immer wieder, warum fangt ihr mit eurer Zeit nicht was Wertvolleres an, als euch diese Shows, die euch offensichtlich so gar nicht gefallen, einfach anzuschauen. Na, da könnt ihr doch bestimmt anderes machen. Ja, ich finde es halt interessant. Also es gab drei Kommentare auch, die möchte ich auch gerne nochmal vorlesen. Zwar einmal von dem guten Morrison, der hat einfach nur geschrieben, wie immer eine klasse Show. Ich denke, da kann man zustimmen. Recht hat er. Ganz kurz und knapp, ne? Der gute Treasure77 hat geschrieben, schöne Weihnachtsausgabe, gutes Wrestling, die Storys wurden weitergeführt. Sting und Darby im Ring sind einfach mega, da stimme ich auf jeden Fall zu. Bin auf Omega gegen Ray. Also Ray Phoenix und allen noch ein schönes Weihnachtsfest, denn die Ausgabe war ja vor Weihnachten, genau. Dann, ja gut, dann gab es noch einen Kommentar vom Arne T. Der hat geschrieben, puh, schwere Kost, Wrestling war schon besser. Stories reißen mich auch nicht vom Hocker. Note 4 ausreichend halt. Ja, Okay, okay. ist jeder hat jetzt seine Meinung, ne? Ja, eben. Zumindest Ja. begründet er es, ne? Genau. Und macht nicht einfach, gibt nicht einfach irgendwie eine Schulnote 5 oder 6. Und weißt du, das ist so wie sag schon, bei iTunes einfach so und so viele Sterne und dann keine Begründung dazu zu schreiben. Da kannst du dir dann auch nichts verkaufen, ne? Auf jeden Fall. Genau, und damit können wir ja schon den Schwung machen zu ja, AEW Dynamite vom 30.12.2020, was ja eigentlich die erste Nacht sein sollte von New Year's Smash. Aber natürlich, wie wir jetzt mittlerweile ja alle wissen, wie auch schon vorhin am Anfang angesprochen, es war eine Tributshow für Brody Lee, der am 26.12. verstorben ist. Eine Celebration of Life, also nicht nur von dem Wrestler, von dem Charakter, sondern natürlich auch von dem Menschen John Huber. Da war das eine Tributshow und ich habe ganz ehrlich, also persönlich, um das mal vorwegzunehmen, noch nie sowas live geschaut in meinen ganzen Wrestling-Fan-Jahren. Also es war das erste Mal für mich und es war sehr emotional. Aber ich muss sagen, zugleich auch unterhaltsam, weil man war trotzdem irgendwo, trotz der Tränen und trotz der Emotionalität, happy, muss ich sagen, während der Show. An gewissen Punkten zumindest. Wie seht ihr das? Ja, es war einfach ein verdienter Abschied. Also, Ja, sehr stimmig. ja. Ach, es ist einfach schade, weil solche Shows, die willst du eigentlich nicht sehen, ne? Weil da geht immer ein Tod voraus. Aber ich sag mal so, es war ein gerechter Abschied für einen großartigen Mann. Und ich denke, da ist fast alles zu gesagt. Du hast seinem Sohn vor allem echt einen verdammt schönen Tag bereitet, glaube ich. Also, ja, für die Familie muss es auch sicher sehr besonders gewesen sein. Auf jeden Fall. Die Show bestand aus fünf ja, Matches, in denen eben die Dark Order in jedem Match vertreten war. Sie wurden hier auch ja, als Babyfaces natürlich in die Matches gepackt, weil das war ja klar.
Und ganz am Anfang ging es aber los. Ach so, genau. Und währenddessen natürlich zwischendrin, zwischen den Matches gab es noch verschiedene Tribute-Videos von gewissen Leuten, vom Roster. Und ja, das war alles sehr, sehr traurig, aber auch irgendwo schön zugleich. Ich meine, die sagen nicht alle dasselbe, sondern jeder hat seinen Punkt und ich fand es ganz nett. Aber ganz am Anfang ging es los mit einem Ten-Bell-Salute. Und das zwar das ganze Roster und die Mitarbeiter, also alle Leute, die bei AEW eigentlich arbeiten, waren auf der Stage und Ja, und ja. ganz vorne sogar die Family von Brody Lee, ne? Genau, und ganz vorne die Familie mit seiner Frau Amanda und die beiden Kinder, Brody Lee Jr. und Nolan oder Rhino, ich glaube, das ist sein Spitzname, sein zweiter Name, ne? Genau. Ja, also wie man schon da gesehen hat, als die Kamera da rumgefahren ist, viele haben geweint. Also ich weiß nicht, das ist immer das Bild von Miro im Kopf gewesen. Er stand so in der dritten Reihe hinten und die Kamera hat so den so halb eingefangen und er hat einfach absoluten Wasserfälle da geweint. Also es war schon echt krass. Da ging es dann bei mir auch schon langsam los. Ne? Ich habe die Show live geschaut. Also, boah, naja. Und dann ging es weiter mit einem John Moxley Tribute-Video, der eben über Brody Lee sagt, dass er immer Freude im Lockerroom gebracht, in den Lockerroom gebracht hat und andere eben aufgebaut hat. Er hat über den Familienmensch John Huber gesprochen und ja, hat auch dann am Ende eben gemeint, das ganze positive Feedback beziehungsweise die ganze positive Reaktion auf Social Media zeigt einfach, dass Wrestling eine Community ist. Und da hat er auf jeden Fall recht. Die Rückmeldung danach war absolut großartig. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Weil alle nicht nur den Wrestler eben feiern oder seine Titel oder seine Karriere, sondern auch den Menschen, also den Familienmenschen. Das fand ich schon sehr berührend über die letzten Tage. Und ja, er hat einfach eine Legacy hinterlassen und das sollte eine Motivation sein, dass man als Mensch jeden Tag etwas besser sein sollte und dass man unser Leben wertschätzen sollte. Das sind eigentlich John Moxleys Worte zusammengefasst. Ich kann sie nicht so gut wiedergeben oder zusammenfassen, wie er es eigentlich im Endeffekt gesagt hat. Und da habe ich auch schon gedacht, okay, ey, was habe ich jetzt wieder gemacht hier nachts um 2? Holy shit. Vor allem, was ich halt wirklich stark finde, so sonst, wenn ein Wrestler stirbt, du hast so seinen engeren Kreis, sage ich mal, mit denen der zu tun hatte. Aber gefühlt, ein Brody Lee hatte mit jedem zu tun. Und es gibt wirklich kein einziges schlechtes Wort, was du gehört hast. Mein Gott, ne, jeder hat irgendwo seine Kanten, aber er hat wirklich so viel Positivität hinterlassen, egal wo er war. Also ehrlich. Weißt du, es ist immer schade, wenn jemand stirbt, aber sowas trifft halt dann nochmal extrem. Vor allem 41 Jahre. Weißt du, ich wünsche mir bei niemandem den Tod, um Gottes Willen. Ja, das will ich damit nicht sagen. Aber andere fahren gefühlt ihr Leben direkt gegen die Wand. Und denen, weißt du, die leben bis 90 und solche Leute, die gehen so früh. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also. Um mich nochmal echt klar auszudrücken, wenn es nach mir ginge, sollte niemand sterben, um Gottes Willen, ne? Ich wünsche niemanden den Tod und ich will auch nicht sagen, irgendwer hat es mehr verdient als ein anderer. Darum geht's gar nicht. Aber ich finde es halt schade, gerade solche positiven Leute, die trifft es gefühlt am härtesten. Und das tut mir, also das tut mir wirklich in meinem Herzen sehr weh. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, das war das erste Mal, dass mich so eine Nachricht so sehr mitgenommen hat. Seit knapp 15 Jahren war 2005 ja eben Eddie Guerrero ebenso überraschend verstorben ist. Und der war ja auch ein so positiver und überall gern gesehener Mensch, ebenso wie es augenscheinlich auch Brody Lee als Privatperson war. Auf jeden Fall, also diese ganzen Videopakete und ja, Nachrichten an Brody Lee während dieser Show und dann auch auf AEWs Twitter, glaube ich, wurden auch noch ein paar andere ja, released. Die sind alle meiner Meinung nach Must-See. Also wir können die jetzt nicht alle zusammenfassen, so gut wie die einfach waren, weil es ist einfach, ja, genial. Ich werde jetzt hier nur auch die von der Show zusammenfassen, die man hier gezeigt hat. Danach ging es aber weiter mit dem ersten Match und zwar die Young Bucks teamen mit Colt Cabana gegen Matt Hardy und Private Party. Ein schönes Six-Man-Tag. Meiner Meinung nach ein sehr schöner Opener. Colt Cabana konnte die Tränen einfach nicht zurückhalten vor dem Match. Also da ging es bei mir dann auch schon langsam los. Und ja, es war aber ein tolles Match. Colt Cabana sieht wahrscheinlich am besten, also so aus, wie er noch nie ausgeschaut hat. Und zwar einfach
überragend. Er war over ohne Ende natürlich. Und ja, tolles Finish auch mit dem Indie-Taker und dem Superman-Pin in Kombination. Das fand ich sehr interessant. Wie fandet ihr das Match so als Opener? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Matches bei dieser Show so gerne bewerten mag. Also, sie waren alle handwerklich gut, aber ich glaube, ob des übergreifenden Themas des Abends. Die Dark Order hat jedes Match an diesem Abend gewonnen und das war auch gut so. Ja, Auf da jeden Fall. lag halt auch einfach der Fokus nicht auf dem Match, aber man hat gesehen, jeder hat für Brody wirklich 120% gegeben, jeder hat seine Arbeit gemacht und ja, also ich will da niemanden kritisieren, es ist einfach mit Sicherheit ein sehr schwerer Tag für alle, aber gleichzeitig auch wirklich was Schönes so, also ja, ich denke, die Matches, die sollten da nicht so extrem im Vordergrund stehen und auch jetzt keine große Grundlage zur Bewertung sein, weil das war auch gar nicht der ganze Ansatz der Show, finde ich. Definitiv, also sehe ich genauso. Ja, es war einfach ein Match, um, ja, oder es heißt ein Match, es waren alles Matches, um einfach die Dark Order hier, ja, einfach siegen sehen zu lassen, dass man die Zuschauer happy macht, dass man die ganze Wrestling-Welt happy macht. Also es haben ja nicht nur normal, also ich sage jetzt normale Zuschauer, nicht nur Fans, wie wir halt geschaut, sondern natürlich auch viele andere Wrestler, von WWE oder von den Indies natürlich, weil, ja, die ihn natürlich auch kannten und mit ihm gearbeitet haben und, ach, Mensch, also es, aber was ich trotzdem irgendwo schön fand, in dem Match war es wie immer. Und dann erst, also immer vor dem Match oder nach dem Match ging es dann erst wieder richtig los mit Tränen und alles. Im Match ging es eigentlich so gut wie bei allen Matches, bis auf vielleicht das Women's Match, aber da kommen wir noch dazu. Ja, danach kam Darby Allin mit seinem Tributvideo. Er wollte mit Brody worken, also seit dem ersten Tag, an dem er ihn getroffen hat. Ja, im letzten Jahr, also. Er war immer für alle jungen Wrestler offen und konnte ihnen Ratschläge geben und so weiter. Und es war der, den er halt immer wresteln wollte, seitdem er ihn kannte. Also es ist schon auch schade auf jeden Fall, ne? Wollt ihr dazu noch was sagen? Nicht Nicht wirklich. wirklich, ne. Ne. Ja, dann gab es ein weiteres Six-Man-Tag-Match und zwar Lance Archer teamt mit Evil Uno und Stu Grayson gegen Eddie Kingston und Butcher und Blade. Ja, Eddie Kingston am Anfang hat er, achso, ja, das wollte ich schon sagen. Lance Archer kam mit der Luke Harper Gear raus, das fand ich ganz cool. Also seinem, ja, weißen Tanktop, ein bisschen, bisschen Schweiß, also vorne dran, so, zumindest sah es halt so aus. Und natürlich mit dem Tuch hinten in der Tasche und die blaue Jeans. Und ja, meiner Meinung nach auch ein spaßiges Match an sich. Sehr interessantes Six-Man-Tag. Also Uno und Grayson, meiner Meinung nach, mit ihren besten Performances mit. Die haben sich echt auch hier, also absolut verständlich natürlich den Arsch aufgerissen für alles. Und auch Eddie Kingston, der hier für jeden gebannt ist ohne Ende. Und ja, auch am Ende natürlich zum Finish dann, als dann ja die Fatality durchkam und Evil Uno und Stu Grayson gewonnen haben. Ja, was ich in dem Match sehr schön fand, dass sogar ein Jake Roberts noch Hand angelegt hat und seinen berühmten Short-Armed Clothesline gezeigt hat. Es hätte jetzt nur noch gefehlt, dass er danach noch sein DDT ausgepackt hätte, aber das wäre wahrscheinlich für ihn gar nicht so gut körperlich, wenn er den Nee. nochmal eingesetzt hätte. Aber das war auch schön, dass er sich da auch, soweit er es kann, noch mit eingebracht hat. Absolut. Emra, möchtest du noch was dazu Ja, sagen? das, wie ich schon gesagt habe, da will jeder extra seinen Job machen, ne? Ich glaube, die haben jede Woche ihren Antrieb, da wirklich alles zu geben, aber sowas, da ist ein Freund gegangen, da ist jemand gegangen, der jeden viel bedeutet hat, und gerade für den wirklich nochmal den Arsch aufzureißen, ist wirklich ein Zeichen, was auch all die, die an der Show beteiligt waren, für gute Leute sind, ne? Also wirklich, diese ganze Show im Ganzen wirklich, wirklich eine verdammt schöne Sache. Jeden Fall. Ja, es ging natürlich noch weiter mit wieder einem Tributvideo, diesmal von mehreren Leuten, also von Arn Anderson, Dax Harwood, Code Cabana und auch der Referee Bryce Remsburg, der ja Brody Lee auch schon, John Huber ja auch schon ewig kennt, also seit den Indies von in den 2000ern. Und sie wiederholen halt immer wieder, wie fröhlich und herzerwärmend er als Mensch war und als Familienmensch. Und als Bryce da ins Bild kam und er einfach nur
am Weinen war. Also da war es dann für mich komplett vorbei. Das erste Mal bei der Show. Und ja, da gab es ja, glaube ich, danach eine Commercial Break. Ja, da ging es bei mir erst mal 3 Minuten. Ey. Das war schon nicht so Die ohne. hast du in dem Moment auch gebraucht, ne? Ja. Ach, und dann ging es zum nächsten Match. Wieder ein Six-Man-Tag. Und zwar Hangman Page, John Silver, Alex Reynolds gegen Inner Circle, also MJF, Santana und Ortiz. Meiner Meinung nach ein absolut großartiges Tributmatch. Wahrscheinlich das Beste bei der Show. Das Beste, was man, also was ich zumindest je gesehen habe. John Silver, absolut großartig. Also, ach. Man hatte im Match einen Spot mit Wardlow, der eingegriffen hat. Und wer soll natürlich den Save machen für die Babyfaces als Eric Big Red oder Eric Rowan, wie ihn alle eigentlich von der WWE kennen, der Wardlow dann aus der Arena eben scheucht. Und ja, es gab einfach keinen besseren Mann, der da hätte den Save machen können. Was ich ganz lustig fand, Jericho ist richtig ausgemacht am Kommentar, der da Eric Rowan geschrien hat und immer wenn er Rowan gesagt hat, hat er Excalibur geschrien. Redbeard, Redbeard. Das fand ich ganz witzig. Ja, aber es war der beste Moment eigentlich, ne? Man hat auch hier Brody Lees Sohn mit eingebunden, Brody Jr. Der durfte MJF erstmal eine drüberziehen mit dem Candlestick, nachdem MJF ihn das ganze Match eigentlich immer mal wieder ein bisschen getauntet hat. Und ihm Und seine Maske geklaut hat. hat ihn seine Dark Order Maske geklaut und durfte ihm dann am Ende eins drüberziehen. Es gab die Discus Lariat von John Silver am Ende zum Finish, also grandioses Tribute Match. Ja. Das war mein Highlight der Was Show, ich auch absolut. sehr, sehr schön fand, John Silver trug die Exalted One Gear. Ja, die Brody Lee ihn ja, glaube ich, geschenkt hat, ne? Ja, für einen BTE-Skit für mehrere tausend Euro habe ich gehört. Also wirklich, wirklich krass. Also das Match hat mir verdammt gut gefallen. Auch diese ganzen Anlehnungen so und wie man auch den Sohn mit einbezogen hat, war einfach ein echt rundes Paket, ne? Und dann danach dazu mich wieder zerrissen. Also auch wie du, Julian, ich musste bei Bryce Ramsburg schon anfangen zu weinen, auch schon vorher beim Ten Bell Salute und hier wieder, als das Match dann vorbei war, sich alle in den Armen lagen, es war also wirklich, so viele Tränen habe ich in langer Zeit nicht mehr vergossen. Dieses Image als Eric Redbeard, Eric Rowan, je nachdem, dann im Ring stand mit diesem Schild, wo drauf steht Love You Brothers, See You Down the Road, glaube ich, stand drauf. Also da hat es dann für mich dann auch wieder komplett weggehauen. Da steht dieser große Dude, der über 2 Meter groß ist im Ring und weint einfach sich absolut weg. Das ist Wahnsinn. Er hat ja die mit Abstand jetzt in letzter Zeit längste Geschichte mit John Huber gehabt. Nee, also White Family, Bludgeon Brothers und so. Ja, das war auch ein sehr bezeichnender Anblick. Auch das, ich finde es auch so schön, dass sie ihn als langjährigen Weggefährten zu dieser Show eingeladen haben. Das wäre vielleicht bei ähnlichen Shows anderer Organisationen nicht der Fall gewesen. Ja. Ja gut, das wissen wir nicht. Ne? Also ich zumindest weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die gute WWE gemacht hat für ihn. Keine Ahnung. Naja, zumindest zum Ende der Show haben sie ja augenscheinlich Größe bewiesen. Ach so, okay. Ja gut, aber so eine Tribute-Show haben sie ja nicht gemacht, ne? Das weiß ich. Aber gut. Nee, Es reicht auch eine, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das meine ich nicht, komme ich aber nachher dazu. ja, auf jeden Fall dann. Also John Silver im Ring, muss ich auch sagen, absolut grandios und dann nach dem Match absolut down und das hat mir auch so wehgetan im Herzen. Ja, aber gut, danach ging es weiter mit auch wieder einem wunderschönen Tributvideo von Eddie Kingston, der ja Brody natürlich vermisst und ihn halt sehr, sehr viel zuspricht. Ne? Hat eine tolle Message an seine Kinder, das habe ich mir aufgeschrieben, dass er eben nicht weg ist, Brody, also ihr Vater. Und sondern da, wenn sie eben das Gelernte von ihm mitnehmen, dann wird er eigentlich nie weg sein. Und das fand ich eigentlich ganz sehr, sehr, ja, berührend einfach. Ja, dann ging es zum nächsten Match und zwar das Women's Tag Team Match und zwar NRJ vom Dark Order mit Ty Conti, die ja schon im Women's Tag Team Turnier geteamt haben zusammen, gegen Penelope Ford und Britt Baker. Ja, die haben sich auch wirklich den Arsch aufgerissen. Vor allem NRJ und Ty Conti waren überragend im Match, meiner Meinung nach, für das, was sie bisher gezeigt haben bei AEW. Einfach grandios. NRJ, was sehr witzig ist bei den Vieren, muss ich ehrlich sagen, die hat mir am besten gefallen hier.
Sie wirkt einfach wie die rundeste Wrestlerin vom Gesamtpaket her. Warum auch immer, aber sie hat ein Jahr Erfahrung geführt und ist einfach überragend hier in dem Match. Ja, und NRJ tappt dann auch Penelope Ford aus mit dem Queen Slayer Sleeper Hold. Und ja, einfach ein solides Tag Team Match. Aber wie gesagt, das Match steht nicht im Vordergrund. Aber ich bin froh, dass sie auf jeden Fall ihren Spot bekommen haben, die beiden. Ja, bei Anna genauso wie bei allen anderen. Nach dem Match, sie stand da, zeigte die Dark Order Pose, die erhobene rechte Hand und die Tränen flossen in Sturzbächen. Ja. Ja, einfach schade. Also ich wiederhole mich, ich merke schon, aber es war teilweise wirklich alles so schwer anzuschauen. Aber in irgendeinem, ja, ich weiß nicht, mir fehlen da die Worte. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte irgendwie treffen kann. I don't know. Aber auch hier beim Match, man hat gesehen, wie die sich wieder alle den Arsch aufgerissen haben. NRJ, wie er schon sagt, die wirkt einfach wirklich so rund. Also ohne Kack, das ist so, das muss der nächste Star in der Women's Division sein. Die ist jetzt schon so, so gut. Ich will gar nicht wissen, wie gut die in 5 Jahren ist. Also wirklich. Jetzt drauf. Ja, und danach hat man noch ein Angle gebracht mit Britt Baker und Thunder Rosa. Ich glaube, das Match wird jetzt auch bald kommen. Ich glaube sogar bei der zweiten Nacht von New Year's Smash, bin ich da richtig? Ja, da kommen wir ja gleich noch zur Ja. Card. Die wurde ja dann für beide Nächte auch soweit bekannt mal Also, durchgegangen. genau. Das Match wird auf jeden Fall auch kommen. Wurde ja auch schon jetzt eine Zeit lang aufgebaut. Ja. Ja, was Thorsten, du wolltest noch was sagen? Eher, was ich an dem Skit sehr schön fand, zuerst hat ja Britt dann Tony Schiavone in den Ring gebeten, wollte ein paar Worte sagen und hat das zwar so heelisch wie möglich rübergebracht, hat aber auch hier John Huber Respekt gezollt und ihn geehrt, indem sie in ihre Promo, in ihre Aussagen den Namen Big Rick eingebaut hat. Und das war ja Independent ein Charaktername, den John Huber hatte. Ja, also ich kannte den Namen, muss ich dazu sagen, Ich nicht jetzt bevor dem so Match auch nicht, oder vor der aber Promo, genau. aber anscheinend beim Mini-Wrestling sein Name. Ja, dann gab es ein Videopaket, ich glaube, das war das letzte von den Wrestlern, und zwar Chris Jericho hat sich nochmal geäußert und hat eben, ja, Brody oder John Jubers, je nachdem, wie man ihn nennen will, Cleverness und ja, Smartness einfach angesprochen, was er auch für ein großartiger Mensch war. Er hat Anekdoten erzählt aus Saudi-Arabien, als er noch bei WWE gearbeitet hat, und auch von zu Hause, also von seinem Hund zum Beispiel, der Brody Lee eben ja mit offenen Armen entgegengenommen hat, obwohl er eigentlich gegenüber Fremden eigentlich eher sehr schüchtern und aggressiv oder defensiv eher, und es ist ja nicht aggressiv, aber defensiv eher reagiert im Normalfall. Und das fand ich auch am Ende toll, wie bei Eddie Kingston auch so eine Message, ja, wir werden uns um deine Familie kümmern. Da hat es dann bei mir zum dritten Mal wirklich ausgesetzt. Ach Mensch, zum Glück war danach eine Commercial Break. Ja. Wollt ihr dazu noch was sagen, zu dem Video? Okay. Ich glaube, das steht für sich allein ganz gut. Okay. Da muss man nichts mehr zu sagen. Dann geht's zum Main Event schon, und zwar, ja, Team Test tritt an gegen das Dream Team von Brody Lee Jr. Der durfte sich hier, ja, als seine Lieblingswrestler einfach hier ins Match gebucht. Sehr interessant. Und zwar Cody, Orange Cassidy und Ten, also Preston Vance vom Dark Order. Ein sehr, sehr interessantes Match. Hat man auch im Match gemerkt, dass die Charaktere sich eben so ein bisschen clashen, also halt nicht so ganz verstehen. Sind kein eingespieltes Team. Aber trotzdem meiner Meinung nach ein super Main Event. Jeder hatte seinen Spot. Preston Vance hat hier sein Spotlight bekommen, hat den Sieg auch geholt und war wieder mal sehr emotional. Ja, habt ihr Kommentare zu dem Match? Main Event. Ja, war wie jedes andere Match auch auf seine Art und Weise sehr herzzerreißend. Ja, es ist einfach schön hier die ganzen Dark Order Jungs zu sehen. Das waren wahrscheinlich so neben seiner Familie mit seine engsten Leute hier über die letzten Monate hinweg. Und daher wirklich, also finde ich sehr konsequent und stark, dass man da jeden Einzelnen so sein Spotlight gegeben hat.
Ja, kann ich Emrah so auch nur zustimmen. Eine sehr schöne Sache. Und der Preston Vance erscheint ja für Brody Lee Jr. auch sehr wichtig zu sein, weil der hatte ja nochmal einen Auftritt. Genau, aber bevor wir dazu kommen, es gab noch wieder mal ein Angle nach dem Match. Und zwar gab es wieder ein Beatdown von den Heels, von Team Taz. Sogar Hook wurde diesmal körperlich aktiv und hat, ich glaube, Orange Cassidy einfach mal gesuplext im Ring. Aber dann, ja, ging das Licht aus. Darby Allin kommt durch die Crowd, das Licht ging nochmal aus. Ding kommt dazu und die beiden marschieren die Treppe herunter und kommen in den Ring. Und die Heels, ja, riechen sich, ne? Wie halt die letzten Wochen auch schon. Und man hat quasi ich glaube, 5 gegen 5 dann von Ring auf Stage diesen Blick gehabt. Und ja, damit geht auch hier dieser Main Event Angle zuerst mal in die Commercial. Und ja, habt ihr noch was zu dem Angle zu sagen? Ich fand es halt toll, dass man trotzdem Sting und Darby Allin hier nochmal gebracht hat, als Abschlusssegment. Also für das Wrestling der Show, sag ich mal. Ja, es war einfach episch. Also, das war ein geiler Moment. Also, ansonsten gibt's von mir dazu gar nichts zu sagen, ne? Nee, also war sehr stimmig und schöner Abschluss der Wrestling-bezogenen Inhalte der Show. Und das große Ende, das sollte ja jetzt dann kommen. Genau, dann war nämlich Cody im Ring und hat dann nochmal eine sehr emotionale Promo gehalten, konnte auch Tränen eigentlich nicht zurückhalten und hat dann eben Brody Lee Jr., Amanda, also die Mutter von Brody Lee Jr., Nolan, oder war er mit draußen? Nee, er war backstage, genau. Hat sie mit nach draußen gebeten. Preston Vance war auch mit dabei. Und man hat hier auch Tony Khan, der dann announced hat, dass ja der TNT Belt ja retired wird, also nicht der TNT-Titel an sich, sondern der Title Belt, das Design. So hat man ihn mit Brody Lees In-Ring-Boots, ja, und ich glaube seinem Gear, ne? Ja, in den Ring gelegt, Spotlight war darauf mit dem Titel dann noch und gab gewisse Chants, Brody Chants natürlich und ja, damit wird ja Darby Allin wahrscheinlich ein neues Design bekommen für den TNT-Titel. Ja. Wie Also außerdem wurde Brody Lee Jr. sogar im Nachhinein einen Vertrag angeboten, dass wenn er 18 ist, bei AEW anfangen kann zu wrestlen. Also ich fand das einfach wahnsinnig herzzerreißend, wahnsinnig emotional. Die Familie Juba, die da auch geweint hat, also wahnsinnig cool einfach und sehr emotional gemacht. Ganz genau. Also Brody Lee Jr. hat ja tatsächlich den Titel offiziell übergeben bekommen. Wurde halt zum TNT Champion auf Lebenszeit ernannt und der Gürtel gehört jetzt ihm. Ja, und deshalb soll es jetzt tatsächlich auch ein neues Design geben, was, soweit man hört, auch wieder John Huber ehren soll. Ja, also das soll in seinen Angedenken dann gestaltet sein. Wie das letzten Endes aussieht, werden wir dann wahrscheinlich in 2 Wochen bei der zweiten Nacht von New Year's Smash sehen. Weil da ja Darby seinen TNT Championship-Titel, weil er bleibt ja Champion, dann auch aufs Spiel setzt, dann werden wir dann sehen, wie dieser neue Gürtel aussieht. Und tatsächlich hat der Sohnemann oder höchstwahrscheinlich dann seine Mutter den Vertrag auch unterschrieben. Und auch wenn man jetzt nicht wirklich weiß, ob er den annimmt, ist es doch sehr schön zu sehen, dass sich AEW weiter um die Familie kümmern will. Und zumindest hier mal, ich sag mal, ein gewisses Auskommen der Familie zukommen lässt, nehme ich mal an. Dass das wahrscheinlich der Hauptgedanke dahinter ist. Damit die jetzt nicht total ins Bodenlose fallen. Weil das ist ja auch immer das Schlimmste, wenn die Haupteinnahmequelle der Ernährer der Familie höchstwahrscheinlich, ich will der Witwe da jetzt auch gar nicht zu nahe treten. Aber dann wegbricht, dann ist das ja für die restliche Familie nicht nur emotionalen Schock, sondern wahrscheinlich auch finanziell nicht leicht zu handeln. Und das ist ja schön, wenn man dann auf die Art und Weise vielleicht da unterstützen kann. Ja, Ja. das muss man AEW auf jeden Fall echt zugute halten. Aber auch Mick Foley und einem CM Punk, die jetzt ihre Merchandise-Einnahmen
alle an die Familie spenden. Das sind echt, also das sind wirklich Aktionen, da kann man nur den Hut von ziehen. Es ist Definitiv, wirklich ja. eine sehr schöne Sache, dass hier der Familie geholfen wird. Um jetzt noch mal ein bisschen aufs Wrestling zurückzukommen. Ich würde mal gerne eine kleine Prognose anstellen. Glaubt ihr, die Dark Order wird so weiter bestehen? Ja, eigentlich kannst du das so. Das ist ja nicht so, dass jetzt irgendein Mitglied der Gruppierung weggefallen ist. Es ist ja, ich nenne es jetzt mal drastisch so, es ist ja der Scheißkopf der Schlange abgeschlagen worden. Quasi, ja. Und ohne Kopf lebt die Schlange nicht wirklich. Du kannst jetzt, glaube ich, einen Evil Uno nicht wieder in die Leaderrolle glaubhaft zurückbringen. Ne? Vielleicht finden sie irgendeine Möglichkeit, die Dark Order weiter bestehen zu lassen. Mich würde es freuen. Nicht? Aber es wird schwer, da irgendwie eine für alle Seiten ordentliche Lösung zu finden. Die werden halt, denke ich, jetzt erstmal als Babyfaces eingesetzt werden. Ich meine, das ist, denke ich, klar. Was man jetzt für das Stable direkt vorhat, keine Ahnung. Ich kann mir nur vorstellen, dass John Silver und Alex Reynolds auf jeden Fall im nächsten Jahr einen sehr, sehr schönen Run haben werden. Und Das glaube ich so auch, ja. blöd das auch klingt, das klingt jetzt echt blöd, aber sie werden davon, sage ich mal, profitieren, ne? Also, weil sie halt hier jetzt auch schon überragende Reaktionen bekommen haben und auch schon vorher bei BTE. Ich meine, die sind ja absolut überragend. Ich weiß noch nicht, was aus den BTE-Skits werden wird, ob man da überhaupt weitermachen wird, aber ja, mal schauen, wir werden es ja dann sehen, ne? Was wir vielleicht noch mal so zum Abschluss machen können, um das Ganze mit Wrestling-Bezug ausklingen zu lassen, ist, dass wir vielleicht mal die Cards für die beiden New Year's Smash Shows mal durchgehen, soweit sie bekannt sind. Ja, Die das wurden ja. wollte ich Achso, gleich oh, machen. Entschuldigung. Also ich wollte noch kurz noch sagen, die Show wurde beendet dann, also nachdem Tony Khan eben so ein Videopaket, nochmal ein letztes Tribute-Video für Brody Lee eben hinweist. Und es lief dann bis zum Ende der Show. Da waren Fotos von allen ja, Sachen dabei, also von seinen Indie-Zeiten, von den Anfängen, von seiner Familie, von ja, den AW-Zeiten, WWE-Zeiten mit etlichen Wrestlern von beiden Promotions, von allen Promotions gefühlt. Eben, und Absolut überragend. Also wunderschön. das war das, was ich meinte, weil du hast da ein Seth Rollins, ein Bray Wyatt, eine Becky Lynch gesehen im AEW-TV, und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, also ich weiß nicht, entweder hat Vince getobt, weil keiner ihm da was gesagt hat, oder der alte Mann hat sein Herz mal wieder entdeckt. Also da nicht den harten Businessmann rauskehren lassen und hat gesagt, okay, zu diesem Anlass dürft ihr unsere Leute in eurer Show zumindest mal zeigen. Ich sag mal so, was wollen sie denn dagegen machen? Das war jetzt kein Wir können. WWE-Footage, ne? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob WWE Rechte am Gesicht ihrer Worker Du, hat. WWE versucht Rechte an den privaten Namen und Privataccounts von Social Media ihrer Mitarbeiter zu generieren. Da Aber nicht ist. bei dieser Show, also bitte. Nee, Also ich finde, es sollte das weiß ich, generell. aber jemand, der die Schiene fährt, ist prinzipiell fast alles zuzutrauen. Wenn sie das bei dieser Show machen, bei so einer Show. Also sie sollen es von mir aus machen, wenn es ihr Ding, aber nicht bei so einer Show, bitte nicht. Ja, war aber sehr schön, dass man auch diesen Teil von Brodys Leben nicht ausgeklammert hat. Ne? Ja, also um dazu nochmal zusammenfassend zu sagen, zu dieser ganzen Show, also es war wahrscheinlich die traurigste, aber auch irgendwo, ja, happieste, also wie sagt man da auf Deutsch, glücklichste Show Schön, dieses Jahr, schönste Show. schönste Show dieses Jahr, weil, also letztes Jahr, wir sind ja im neuen Jahr jetzt schon, meiner Meinung nach, weil man war einfach trotzdem happy nach der Show, obwohl man mehrere Male in der Show wahrscheinlich, oder vielleicht manche sogar die ganze Show einfach nur am Weinen war, aber man hatte doch glückliche Momente. Es war ein absolut passendes Tribut von allen Seiten, sowohl dem Wrestler als auch der Person.
des Familienmensches und ja, man hat trotzdem, sage ich mal, dieses schlimme Jahr 2020 bis zum Ende dann trotzdem noch mit einer, ich sage mal, ja, einigermaßen satisfying, also wie sagt man im Deutschen, also beruhigenden Show irgendwo abgeschlossen mit einer sehr tollen Show und Ein ja, besser kann man es kaum machen, besser kann man eine Tribute Show kaum machen. würdiges, Genau, ja, würdig, so, das würde ich ein sagen, genau. würdiges Ende der leider des Jahres dann gefunden, ob dessen, was da zum Schluss noch passiert ist. Emra, möchtest du noch was dazu sagen? Ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Das war wirklich eine sehr schöne Sache, alles. Also ich bin für sowas, glaube ich, nicht der richtige Mensch. Man hört es mir eventuell an. Mir geht das alles wirklich sehr nahe und es hat wirklich auch alles in seiner Art und Weise seinen Zweck erfüllt. Nichtsdestotrotz ist es keine Show, die ich jetzt einmal im Jahr oder generell zu regelmäßigen Abschnitten möchte, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, da geht immer ein Tod voraus und wenn es nach mir ginge, wäre jeder unsterblich. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ja, ich bin ein Mensch, mit dem kann man nicht gut über sowas reden und da tut es mir auch wirklich leid, dass ich mich da gerade in der Besprechung von der letzten Dynamite ziemlich zurückgehalten habe. Ja, Ah, aber ist verständlich. Natürlich, absolut verständlich. Ja, also Show kann man nicht bewerten als eine Wrestling-Show, das ist klar. Das werden wir auch nicht. Und haben auch die, ja, Zuhörer, Zuschauer von Wrestling-Infos.de natürlich auch nicht gemacht. Es gab kein Bewertungssystem hier. Das ist auch vollkommen richtig so, meiner Meinung nach. Aber es gab trotzdem etliche Kommentare. Zum Beispiel von dem guten Backblech02, der sagt, gute Güte, was für eine Show. Ich habe allerhöchsten Respekt davor, wie die heutige Ausgabe gestaltet wurde. So sollte jeder Betrieb, jede Firma mit seinen Angestellten umgehen. Man hat in allen Belangen gemerkt, wie wichtig jedem Einzelnen diese Show ist. Es ging heute nicht um etwas Gekünsteltes, es ging nicht um die Show, es ging einzig und allein um John Huber und das ist das Wichtigste. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr zusammenfassender Kommentar für diese Show, meiner Meinung nach. Das kann ich Definitiv. genauso unterschreiben. Genau. Dann der gute Chris haut raus, ja, unglaubliche Show. Ich hatte mehrmals einen Kloß im Hals, er war definitiv nicht der Einzige. Ich hoffe, die Familie bekommt weiterhin diese Unterstützung aus dem Locker-Room und von AEW. Aber da bin ich mir sicher, dass dies so ein, so sein, dass dies so sein wird. Bei dem Gedanken an das Debüt von Johns Sohn bekomme ich jetzt schon Gänsehaut. Ich wünsche mir sehr, dass es passiert. Danke, John, für alles und pass auf die Wrestling-Welt von da oben auf. Rest in Peace. Ja, und einen möchte ich noch mit reinnehmen, und zwar der gute Habo Rühm, der sagt, sehr gelungene Tributshow. Gerade für seine Familie wurde hier ein besonderer Feel-Good-Moment geschaffen in dieser schweren Zeit. Thumbs up. Kommentare zur WWE einfach widerlich. Auch die WWE hat ihm in mehreren Shows und auf ihrem YouTube-Channel Tribut gezollt. Ja gut, also mit dem ersten Part stimme ich auf jeden Fall zu. Den zweiten Part, wie gesagt, ich kann nicht dazu sagen, weil ich habe von WWE jetzt nichts gesehen. Ich habe nur irgendwas auf Twitter gesehen, dass sie die Nachricht halt eben geschrieben haben. Dieses, was sie halt immer schreiben. Ne? Und ja, ich schaue keine WWE-Shows, von daher kann ich da nichts zu sagen, wie sie das gemacht haben. Aber definitiv auch zum großen Teil hier auch, wenn man sich das durchliest, sehr, sehr, ja, würdige Worte auch für die Show. Und sie sehen das eigentlich alle so wie wir. Und jetzt kommen wir noch zum Wrestling-Teil und zwar wieder zurück auf die Show in den nächsten 2 Wochen oder die Shows in den nächsten 2 Wochen. Und zwar New Year's Smash Night One. Ja, da gibt es eigentlich sehr, sehr interessante Sachen. Und zwar einmal ist natürlich Snoop Dogg da. Wie steht ihr dazu? Einfach nur geil. Da freue ich mich drauf. Ja, definitiv. Da hat sich ja, um es mal wieder zu sagen, hat sich ja WWE köstlich drüber aufgeregt, dass ihr Hall of Famer plötzlich bei der Konkurrenz in der Show auftritt. Na, wobei ich gar nicht wusste, dass er da so einen Exklusivvertrag bei WWE hatte. Na, wollen wir mal hoffen, dass das seiner Cousine nicht zu Lasten fällt. Naja gut, es ist ja, hat ja irgendwie eine Verbindung mit Cody und dieser Go Big Show, Show die Naja, diese bei TNT Talentshow, ne? kommt. Genau, diese Talentshow, die bei TNT da kommt immer. Und ich denke, da wird diese ja, Verbindung hergestellt worden sein. Außerdem ist Chris Jericho am Kommentar. Der hat ja kein Match, also ist er am Kommentar, wie eigentlich sonst auch.
Und ja, Jon Moxley ist wieder da. Das erste Mal eigentlich richtig bei Dynamite. Wahrscheinlich mit einer Promo, oder? Was denkt ihr? Denke Nach ich dem auch, Titelmatch? also zumindest ein In-Ring-Promo. Also im Match selber glaube ich jetzt nicht. Nee, ich auch nicht. Ich denke, das wird halt jetzt erstmal wieder in Richtung Rematch dann gehen, um den World Title, dass er da eventuell seine Promo hält, dass er noch nicht fertig ist mit Kenny, who knows. Und dann, ich denke mal, wir sehen auch Richtung Revolution. Also wird wahrscheinlich wieder im Februar rum sein, ne? Da werden wir dann auch dann das Rückmatch früher oder später erwarten können. Ja. Definitiv, ja. Außerdem, wie wir auch vorhin schon angedeutet haben, es gibt Cody Rhodes gegen Matt Sydal und Jake Hager gegen Wardlow bei Singles-Matches, die auf der Karte sind. Da haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet. Ihr seid ja auch gespannt auf die Matches, ne? Auf jeden Ja, Fall. Ja. definitiv. Außerdem wurde ja hinzugefügt, dass die Young Bucks und SCU gegen die Acclaimed und TH2 antreten. Das ist also ein Eight-Man-Tag-Match. Da bin ich auch mal gespannt. Es wird ein sehr, sehr, ja, schöner Opener, denke ich mal, oder? Also ich denke, dass das am Anfang kommen wird. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und da würde ich sogar tippen, dass in dem Match vielleicht die Heel-Seite gewinnt und so der Acclaimed die Niederlage im Main Event von Holiday Bash vielleicht auch ausgleichen kann. Obwohl ich könnte mir auch vorstellen, dass hier SCU gewinnt, weil die haben ja die Story, dass Frankie, Kazarian und Christopher Daniels ja teamen müssen und gewinnen müssen, weil sonst teamen sie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt für ein Eight-Man-Tag gilt, aber es wäre auf jeden Fall interessant. Außerdem im Co-, also es heißt im Co-Main-Event, aber hier steht es jetzt bei der beim Observer-Bericht so da, gibt es Hikaru Shida gegen Abaddon um den Women's Championship. Ja, da haben wir ja vorhin schon gesagt, wir sind nicht so gehypt auf dieses Match. Ja, wer denkt ihr gewinnt? Ich denke ja, dass Hikaru verteidigt. Glaube ich auch, wäre auch für meinen Kopf die bessere Wahl. Ja, vielleicht ein DQ-Sieg für Hikaru, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie das Programm mit Abaddon vielleicht noch ein bisschen länger ziehen. Mal sehen. Also ich denke ja immer noch, dass dann der Sieger von Britt Baker und Thunder Rosa dann irgendwie Richtung Titel gehen wird. Ja. Mal sehen. Und dann im Main Event, wahrscheinlich das Match of the Night, also das, also zumindest auf dem Papier. Kenny Omega verteidigt den AEW World Championship gegen Rey Phoenix. Ja, das ist doch mal ein TV-Main Event, ne? Das ist Hammer, Hammer. mal generell eine TV-Card, ne? Ja, auf jeden Fall. Also absolut stark. Da freue ich mich schon mega drauf. Ja, definitiv, ich auch. Und für Night 2, also eine Woche drauf, sind ja auch schon einige interessante Matches angekündigt worden, ne? Genau. Na, New Year's Smash Night 2. Nicht so viele wie bei Night 1 tatsächlich. Also bei Night 1 habe ich jetzt hier 5 Matches. Und noch einige, ja, ich sag mal, das ist der Return von Jon Moxley wurde angekündigt und so weiter. Da wird man, denke ich, bei Night One auch noch einiges ankündigen für Night Two. Jedenfalls stehen fest, Miro gegen Chuck Taylor als Singles Match. Okay, ich denke, da hätte man eigentlich das Tag Team Match gebracht. Aber da ja Trent jetzt verletzt ist, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, Miro gewinnt, ne? Denke ich auch. Blöde Frage. Ja. Ja, dann, auf das freue ich mich eigentlich mit am meisten, ne? Thunder Rosa ist auch schon. FTR gegen Jurassic Express. Das Tag Team Match, das wird ein Banger. Da freue ich mich. Denke ich auch. Aber auch, ich muss sagen, Britt Baker gegen Thunder Rosa verspreche ich mir auch einiges von. Definitiv. Ja, also, bin nur jetzt in der Zeile verrutscht, deswegen hat es Okay. gerade nicht mit meiner Anmoderation von dem Match gepasst. Ja, aber ich freue mich da auch ganz, ja, was heißt ganz solide drauf, sage ich mal. Ne? Also ich weiß nicht, wie es wird, weil man weiß nicht so genau, was die für eine Chemie haben. Ist ja auch das erste Match zwischen den beiden. Ja, aber möchtest du noch was dazu sagen? Ja, also das werden gute Matches, da bin ich mir sicher. Vor allem FTR gegen Jurassic Express. Das wird großartig, da freue ich mich mega. Mein Lieblingsmatch bei Night 2 wird ein wenig verwunderlich Pack gegen Eddie Kingston sein. Genau, das kommt nämlich auch noch. Da haben wir ja auch schon lange schon drauf gewartet, ne? Auf das Match. Ich denke, das wird dann auch in Richtung Eddie Kingston, Lance Archer gehen. Ich denke, da wird es noch einen Enkel geben. Und das wird dann das nächste Match für Eddie sein. Und Pac wird dann wahrscheinlich mit einem Sieg gegen Kenny gehen, oder? Was sagt ihr dazu? Glaube ich auch, ja.
Ja, und dann im Main Event wahrscheinlich Darby Allin gegen Brian Cage. Ein Match, was eigentlich schon seit Double or Nothing letztes Jahr aufgebaut wurde und eigentlich das ganze Jahr so ein bisschen offen gehalten wurde. Ne? Ich meine, Darby Allin hatte bisher auch nur ein Match gegen Ricky Starks, was mich also im Sommer wirklich verwundert hat, dass die nur einmal gegeneinander wrestlen bisher und jetzt erst gegen Brian Cage. Also Long-Term Storytelling, ne? So kann man es machen. Darby gewinnt den Titel, hat jetzt seine erste Titelverteidigung gegen Brian Cage. Wer sagt ihr gewinnt? Darby muss gewinnen, Ja. finde ich, weil irgendwann will ich ein Titelmatch gegen Ricky Starks sehen und da wäre es halt kacke irgendwie, wenn Brian Cage das gewinnt. Ja. Ja, definitiv. Ich meine, Brian Cage hat seinen FTW-Titel, den kann er gerne durch die Gegend tragen. Den Titel sollte Darby gewinnen und also behalten in dem Fall und dann kann man vielleicht in Richtung Revolution dann eine große Titelverteidigung gegen Ricky Starks aufbauen, der dann vielleicht bei Revolution Darby den Titel dann abnimmt. Stimme ich komplett zu. Na, also die Match-Story hier wird sich auch von selbst regeln. Na, man hat einen kleinen Face mit Darby Allin und einen muskelbepackten größeren Heel mit Brian Cage. Das heißt, es wird ein sehr unterhaltsames Match. Ich freue mich darauf. Und ja, das sind eigentlich die beiden Cards bisher. Ich denke, man wird noch bei Night 2 etwas mehr ankündigen, zumindest noch ein paar Segmente und Interviews und so weiter. Ich denke, auch Sting wird da auch mit dabei sein. Also da freue ich mich schon. Ja, das war dann unsere Review von den beiden Shows, Holiday Bash und die Tribute Show von Brody Lee oder über Brody Lee. Und ja, habt ihr noch was loszuwerden jetzt zum Ende? Zwei sehr stimmige Ausgaben von Dynamite war ein würdiger Abschluss, zum einen für Brody Lee, zum anderen bis Jahr 2020. Ja, ich hoffe auf ein grandioses neues Jahr und die Cards für die nächsten Wochen, die geben ja echt schon einiges her. Ich bin gespannt. Es wird großartig, glaub mir. Ja, da kann ich Emra auch nur zustimmen, weil schlimmer als das vergangene Jahr kann es ja kaum noch werden. Lasst uns alle optimistisch ins neue Jahr blicken. Es verspricht gut zu werden. In Also allen Lebensbereichen. auf jeden Fall. Also, aber allgemein schon die erste Woche, nächste Woche im Wrestling ist schon genial. Wir haben Wrestle Kingdom 2 Tage, wir haben New Year Dash von New Japan, wir haben dann noch AEW Dynamite. Für einige es gibt auch noch Impact, es gibt noch NXT, also das wird wahnsinnig gut. Also ich freue mich auf nächste Woche. Es wird sehr stressig, denke ich mal. Vom Schauen her zumindest. Oder werdet ihr die meisten Shows gucken oder wie sieht es da bei euch aus? Also ich sag mal so, ich habe mir extra Urlaub genommen für Wrestle Kingdom. Ja, und ich habe mir den 4., den 5. und 6. hatte ich eh frei, den 4. noch freigeschaufelt. Und wir hoffen mal, dass die Shows stattfinden können, weil das, was man heute so hört, dass da in Tokio wieder ein großer Ausbruch von Corona war und man überlegt, Quarantäne wieder zu verhängen. Ich hoffe mal, dass das Wrestle Kingdom so durchgeführt werden kann, wie man sich das erhofft. Wurden ja schon Fans also aus der Show gezogen. Ne? Es waren ja ursprünglich 16.000, was ich gelesen habe. Und seit, ich glaube, 2 Wochen waren es dann jetzt nur noch 5.000. Also es wird, ja, ich will nicht sagen, eine Show zum Vergessen, aber ich sag mal, von der Atmosphäre her wird es halt schon Aber sehr, sehr wahrscheinlich großer so, Letdown werden. Ne? das wird genau so ein Stimmungsdesaster wie Mania 36. Aber da hatte man ja gar keine Fans. Jetzt hat man 5.000 Fans wahrscheinlich oder vielleicht etwas weniger und in so einem riesen Ding, in so einer riesen Halle. Oh Mann. Ja, ich Mal hoffe mal, gespannt. dass sie das bei der Kameraarbeit auch dann entsprechend so aufarbeiten, dass man das jetzt Ja. nicht so zwangsläufig sieht. Oder was vielleicht dann besser wäre, dass man, der Tokyo Dome hat ja, glaube ich, auch kleinere Nebenhallen, dass man vielleicht einfach in so eine umzieht. Was ja schon komisch, Wrestle Kingdom und Hurricane Hall. Ne? Ich weiß Ja. nicht. Ja. Also. Ja, nicht die Currican Hall, die hat ja nur mit dem Dome auch nicht wirklich was zu tun. Aber zum Beispiel, es gibt da, glaube ich, auch kleinere Nebenhallen im Domgebäude selber. Ja, das stimmt, ja. Also diese Konzerthallen, ne, sind das Naja, dann, eben. Und da könnte man vielleicht, da kommt dann vielleicht mit 5.000 Leuten auch mehr Stimmung
rein. Wobei man natürlich wieder sagen könnte, im Baseballstadion, und das ist es ja letzten Endes, da kannst du wahrscheinlich dann auch hygienemäßig am ehesten das Ganze handeln mit 5000 Leuten. Eben vor allem durch die Abstände und so weiter, ne? Also, die werden sich da schon was bei denken. Schade ist es halt wirklich trotzdem, weil, ja, ich weiß nicht. Es ist wirklich schade und vor allem mich stört es für einen Kota Ibushi wahrscheinlich am meisten. Weil jetzt bin ich der Meinung, muss man dem Typen endlich mal seinen Titelgewinn geben. Und dann eventuell vor einer kleineren Crowd, das hat er meiner Meinung nach nicht verdient irgendwie. Ja, Ja. das erinnert einen so ein bisschen eben an Mania 36 und Drew Mit McIntyre, McIntyre, ne? ja. Aber Sehr schade. gut. Ja gut, das Wrestling muss weitergehen, ne? Storys müssen weiter erzählt werden. Ich finde es auch schade. Also ich denke, dieses Jahr wird auch Kota Ibushis Moment werden bei Wrestle Kingdom, dass er eben zum Champion wird und zum Double Champion. Ja, mal sehen. Aber ich würde sagen, wir beenden das für heute, oder? Habt ihr noch abschließende Worte? Wenn nicht, dann würde ich die Abmoderation machen. Also, ich habe jetzt nichts weiter. Okay. Emra? Schönen Start ins neue Jahr. Habt Spaß. Ja, das war's. Danke. Genau, also wenn ihr zu Thema New Japan natürlich, wenn ihr da eine tolle Preview hören wollt zu Wrestle Kingdom, die wird noch online kommen. Oder ist schon dann online gekommen, wenn diese Elite Hour hier rauskommt. Schaut Wrestle Kingdom, hört die Preview an von Chris und Marius. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Ein frohes neues Jahr, startet gut rein und ciao. Ja, ich verabschiede mich auch und nicht vergessen, schön fleißig im Forum, bei Twitter und wo Wrestling-Infos auch sonst überall zu finden ist. Schön an den Diskussionen beteiligen, wir freuen uns darüber. Gebt uns Feedback und Kritik, Kritik, solange sie konstruktiv ist und ordentlich. Freuen wir uns immer drüber. Auch von mir dann ein frohes neues Jahr an euch. Möge es erfolgreicher und schöner verlaufen als das letzte. Dann auch von mir ein Tschö mit Ö.